Wir haben heute gebetet, dass du ermutigt wirst durch diesen Abend, dass der Herr dich selber ermutigt durch sein Wort, dass du alles aufnehmen kannst, was heute Abend gesagt wird. Oh ja, und dass du einfach gesegnet aus diesem Abend herausgehst. Das Schöne war, heute, kurz bevor wir jetzt hier angefangen haben, haben wir einen ganz fantastischen Obstkorb geschenkt bekommen. Und der ist wirklich richtig satt gefüllt. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ey, genau das ist das, was wir uns wünschen, was wir beten, dass unser Leben und dass dein Leben fruchtbringend ist. Fruchtbringend für die Ewigkeit. Und dass du weißt, du hast ein unerschütterliches Reich empfangen. Du gehörst zu diesem unerschütterlichen Reich Gottes. Und Amen. In dieser Woche hatten wir auf unserer Webseite einen Videoclip. Da hieß es genau dieses Thema: Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Und das ist das, was wir dir empfehlen wollen, was wir dir ans Herz legen wollen, dass du immer wieder mal auf der Webseite stöberst und die verschiedenen Clips und Infos Ermutigung anschaust. Genau. Und der Dienst, den finden wir vor inzwischen schon etlichen Jahren an, als Ermutigungsdienst, so heißen wir noch heute, weil wir hatten Folgendes. Wir haben gesagt, Ermutigung für das Volk Gottes, das basierte auf einer Vision, die wir hatten. Und zwar war das ein Schlachtfeld, ein riesiges Schlachtfeld, wo überall so Scherben lagen und zerbrochene Sachen und so Rauchschwaden waren und so richtig ein Schlachtfeld. Und da waren überall so kleine Häufchen. Und wir sind hingegangen, haben geguckt, was ist das? Und dann waren das Kämpfer, Christen, niedergeschlagene Christen, die dort waren, die ihre Waffen gestreckt hatten, die nach unten guckten, die im wahrsten Sinne des Wortes niedergeschlagen waren. Und wir sind hingegangen und haben sie, wie soll ich mal sagen, aufgerichtet, haben den Blick wieder hochgerichtet, haben gesagt, du musst auf den Herrn schauen, nimm deine Waffen wieder. Die waren in der Regel noch nicht mal verletzt, die waren einfach nur in der falschen Blickrichtung und haben sie wieder dazu gebracht, wieder neu in den Kampf zu gehen, neu weiterzugehen. Und so haben wir Ermutigung verstanden, also Ermutigung, weiter in den Kampf zu gehen, Mut zu sprechen. Ja, und vor allen Dingen, dieses Bild hat ja schon ausgedrückt, dass es ein beängstigendes Bild war, dass es wirklich nichts Fröhliches da drin gab. Und vielleicht sind deine Situationen jetzt so, dass du sagst, ich fühle mich auch so wie am Boden niedergedrückt und ich habe dieses fröhliche, leuchtende Aufstehen habe ich im Moment noch nicht. So, deswegen haben wir gebetet und wir beten weiter, dass dieses unerschütterliche Reich in dir Fuß fasst, dass es verankert wird in deinem Herzen. Der Text heißt aus Hebräer 12, 28, darum, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. So, also wir wollen Menschen sein, die Gott wohlgefällig dienen. Und ich weiß, dass das auch der Wunsch ist von vielen von euch, den Lauf des Glaubens zu laufen und dran zu bleiben. Und heute ist ein Abend, wo wieder Aufstehen dran ist, wo wieder, aha, ja, ich nehme meine Position wieder ein, ich nehme wieder meine Waffenrüstung, ich nehme wieder das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, und ich stehe wieder auf, um gegen den Feind zu kämpfen. Viele sind ja niedergeschlagen, weil es einfach wirklich Situationen im Leben gibt, die wirklich richtig heftig sind. Und das ist das, was wir auch wieder als Gebetsanliegen gelesen haben, in welch krassen Herausforderungen die Leute sind, die jetzt auch hier uns zuschauen, die mit uns verbunden sind. Und wir wollen beten, wir wollen mit euch stehen, wir wollen euch unterstützen, dass wir gemeinsam gegen den Feind aufstehen und gegen seine Machenschaften. So, jetzt weiß ich nicht. Warte mal, da wollten wir nächste Woche. Ja gut, willst du das Körbchen gerade holen? Ich habe das Mosekörbchen erweitert. Wer das noch nicht so weiß,
Ich hatte ja so ein prophetisches Bild über dieses Körbchen und über die Gebetsanliegen, die bei uns im Gotteshaus kommen. Und wir hatten einen ganzen Stapel Gebetsanliegen und ich habe gedacht, okay, es kommen immer neue rein und wir haben ja auch schon dafür gebetet, für die anderen und wir haben ja schon Abendmahl genommen und wir haben alle die Dinge proklamiert, die wir so vom Herrn empfangen haben. Und so, ich wollte die eigentlich wegräumen. Und dann hatte ich so einen Schmerz im Herzen, dass ich dachte, das geht gar nicht. Ich kann jetzt nicht einfach diese unteren Schichten hier, das ist alles voll, ich kann die nicht einfach so wegräumen und so, das geht für mich gar nicht. Und ich habe angefangen zu beten und Gott hat mir ein Wort gegeben und hat gesagt, warte, bis mein Werk vollendet ist, bis ich mein Amen. Werk vollendet habe. Amen. Und dann ging es darum, wo tue ich die Gebetsanliegen hin? Und dann hat der Herr gesagt, tu sie in das Körbchen. Und dann fiel mein Blick auf ein Körbchen, was unter meinem Schreibtisch stand. Und da habe ich die Gebetsanliegen reingetan. Und dann fing der Herr an, mit mir über dieses Körbchen von Mose zu sprechen. Und über das gleiche Bild, was wiederkommt von der Arche. Und Gott hat dieses Mosekörbchen bewahrt. Das war etwas, eine ganz, ganz schwierige, außergewöhnliche Situation. Weißt du, viele Berichte in der Bibel, die kennen wir, weil wir sie vom Ende her kennen. Und wir sagen, ja, ist ja alles gut ausgegangen. Und ja, wir wissen ja, Gideon hat alle besiegt. Und ja, wir wissen ja, Mose auf dem Berg. Und ja, wir wissen ja, der Pharao und alles so diese Dinge, ne? Aber da musste man durchgehen. Genau. Jeder möchte Sieg feiern, aber keiner möchte den Kampf haben. Und um das Mosekörbchen gab es einen Kampf. Ich bin ganz sicher, dass es um dein Leben, um die Situation, in der du bist, einen Kampf gibt. Und wir hatten das in unserem Leben auch. Ja. Wir hatten sehr große, sehr starke Auseinandersetzungen mit dem Feind. Wir hatten sehr große Angriffe, aber unser Leben ist bewahrt geblieben mit Christus in Gott bis heute auf diesen Tag. Und wir sind froh. Und dankbar. Dankbar. Von Herzen dankbar. So, also wenn du ein Gebet hast. Der Herr hat uns wirklich durch viele Dinge durchgetragen, also wirklich auch Attacken, auch lebensbedrohliche Situationen. Manche Leute glauben das gar nicht. Wir haben mal unsere komplette Existenz verloren und so weiter. Also unser Werdegang, irgendwann werden wir darüber auch mal ein Video machen. In Häppchen. Das ist sonst, habe ich einer Pastorin so, sie sagte, oh, ich würde gerne wissen von euch, so wie euer Leben ist und was ihr so gemacht habt und so ein bisschen persönlich und dann habe ich einfach angefangen, diese Auseinandersetzungen und Herausforderungen zu erzählen und sie wurde dann ganz still und hat gesagt, das ist ja furchtbar, das hält ja keiner aus. So, also da habe ich dann gedacht, oh, das hätte ich vielleicht ein bisschen in Häppchen machen sollen. Also so, nur dass ihr nicht denkt, dass wir hier reden, so quasi, stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm in deinem Leben, ach, der Herr macht das schon und locker easy, so ist es nicht. Nee, so also unser Weg, den der Herr uns geführt hat, der war wirklich nicht auf Rosen gebettet. Und deshalb kamen wir auch überhaupt drauf, dass wir gesagt haben, wir müssen für Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, beten. Ja, wir haben in sehr, sehr, sehr kritischen Herausforderungen einfach Leute, die wir kannten, gesagt, hier, bitte betet für uns. Das Wir haben gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Und deshalb haben wir gesagt, das ist etwas, was wir auf dem Herzen haben, was wir vor den Herrn bringen wollen. Viele, viele, viele Geschwister, die in Not sind, in Bedrängnis sind, in Attacken sind, egal was, das kann finanziell sein, das kann gesundheitlich sein, das kann in Beziehungen sein und so weiter, Arbeitsplatz, was auch immer, die müssen einen Platz haben, wo sie einfach Gebetsanliegen einsenden können. Und da gibt es mehrere natürlich auch Werke, die das anbieten, aber wir haben das wirklich auf dem Herzen, dass wirklich auch längerfristig zu behalten, immer wieder vom Herrn zu erheben und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit. Und wir lesen jedes Gebetsanliegen und wir beten für jedes Gebetsanliegen. Ja? Also das ist wirklich etwas, was wir zusagen können. Und wir schauen aus nach Gebetserhörungen. Das Mosekörbchen wurde bewahrt
Mose kam an den, Hof vom Pharao und er hat die Ausbildung durchlaufen da und er war gesetzt von Gott als ein Mann mit einer ganz besonderen Berufung und die hat angefangen schon mit seiner Geburt. Und wir werden bestimmt noch mal in Details über diesen Bericht von Mose mit dem Mosekörbchen noch mal sprechen. Aber wie gesagt, es war das prophetische Bild, was ich hatte. Und wann beten wir jetzt endlich dafür? Nächste Woche, oder? Ja. Ja, gut. Nächste Woche wollen wir für die Anliegen erneut beten, die eingegangen sind, wie auch die schon da sind. Also wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, schick uns das per E-Mail oder über die Webseite einfach zu. Wir drucken das aus. Wir haben wirklich etliche Anliegen bekommen, wo die Leute gedacht haben, bitte legt mein Anliegen ins Körbchen oder ich weiß, ich bin im Körbchen gut aufgehoben. Einer hat gesagt, ich will ins Körbchen. Ja. Also das ist das Körbchen. Ja, genau, das ist das Körbchen. So, jetzt habe ich das Körbchen aber vergrößert, wie ihr seht. Ich habe auch hier tatsächlich eine Windel darüber gelegt, weil das für mich heute auch noch mal so ein prophetisches Zeichen war für dieses, wisst ihr, dieses mit Mose, das war ein 3 Monate altes Baby. Das ist wirklich winzig gewesen. Und es war eine Herausforderung für die Mutter, dieses Kind in dieses Körbchen zu legen und loszulassen. Und diese Story spricht ganz, ganz heftig zu mir immer wieder. Und deshalb nehme ich wir nehmen diese Gebetsanliegen sehr, sehr ernst. Und oft bin ich betroffen über das, was im Volk Gottes abgeht, was da an Nöten ist. Und wo ich sehe, wie der Feind versucht, die Kinder Gottes zu überwältigen, wie er versucht, sie zu belügen, wie er versucht, sie zu berauben und wirklich letztendlich umzubringen. Ja, also wie gesagt, hier, das Ding ist wirklich proppevoll, ne? Aber es kann auch. Hat noch Platz. Wenn wir für die Anliegen beten, wollen wir wieder Abendmahl nehmen, nächsten Freitag. Also bereite das vor, wenn du dabei sein willst, schick dein Anliegen und bereite einfach für dich zu Hause Abendmahl vor, dass wir es einfach gemeinsam im Geist verbunden dann nehmen können. Jo. Amen. Amen. So, heute haben wir ja dieses spannende Thema und ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Thema schon mal beschäftigt hast. Für uns ist es ein Thema, was wir seit Jahren irgendwie beobachten, wo wir seit Jahren reingehen und immer wieder hat Martin drüber geforscht, gelesen, sich umgehört und wirklich auch, wir haben so oft dafür gebetet und so oft darüber nachgedacht, über diesen Thron Satans und wir wollen heute gemeinschaftlich darüber hören und uns Gedanken darüber machen, um was es da eigentlich geht und um die Bedeutung für unser Land. Versteht ihr, wir machen das nicht, um jetzt irgendwie euch aufzumischen und zu sagen, hä, guck mal, wie schrecklich und was und so. Das ist gar nicht unsere Absicht, sondern wir haben von Gott gehört, dass das jetzt dran ist zu dieser Zeit und wir wünschen uns, dass ihr das mit offenem Herzen aufnehmt und gleichzeitig immer auch im Gebet das begleitet, dass ihr die Dinge versteht. Und der Heilige Geist wird euch Dinge erklären, die ihr vielleicht hört und wo ihr sagt, das ist ja furchtbar oder irgend sowas. So, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Der Gottesdienst hört nicht mit dem Thron Satans auf. Amen, Halleluja. Amen. Bevor wir übrigens überhaupt anfangen, möchte ich noch mal ein paar Ankündigungen hier machen. Ach so, gut. Die kommt immer. Die Hoffnung kommt danach. Das Shofar. Das Shofar nochmal als Hinweis wieder. Shofar Einsätze am 8. August, Samstag, 13 Uhr, Hesselberg in Franken.
am 20. August, das ist ein Donnerstag, ein Termin, den der Herr uns gesagt hat, in der Schwäbischen Alb, auch um 13 Uhr. Und du findest die Termine und die Informationen, die werden in den nächsten Tagen nochmal erweitert, das ist noch ein bisschen spartanisch, aber die findest du auf unserer Webseite, da müsstest du dich auch anmelden oder kannst dich anmelden unter www.gottes-haus.de/Schofar. Einfach Schofar, dann kommst du da schon hin oder guckst unter Events. Und wie gesagt, die Infos unter Events folgen. Ist es am einfachsten, glaube ich. Ja, die Infos folgen. Und unter der Webseite findest du demnächst auch unsere kommende Konferenz mit den entsprechenden Infos. Dann wieder der Hinweis, jedes Mal das Gleiche. Hier unsere Broschüre, der Spaziergang. Ja. Evangelistisch. Gibt es kostenlos, kannst du bestellen, kannst auch gerne mal eins bestellen, wenn du erstmal reinschauen willst. Ja, das ist am besten. Schicken wir dir zu. Lesen, selber lesen. Leute, lasst uns nicht irgendwas weitergeben, was wir selber nicht uns die Mühe gemacht haben zu lesen, wo wir uns selber nicht die Mühe gemacht haben, drüber zu beten. Ja. Oder die Leute, denen wir es geben, dass wir für die gebetet haben. Also ich weiß, ich habe früher auch diese ganzen Einsätze gemacht mit Aktionen in jedes Haus. Und ich war immer froh, wenn ich die Briefkästen gefüllt hatte und dann hatte ich es endlich hinter mir oder so. Das ist nicht die Absicht, sondern lies es selber, bete darüber. Ja, es ist schon so, dass man das eigentlich im Gespräch jemand gibt. Ja, jemand hat es angeschrieben, der hat gesagt, er war extrem berührt von dem Buch und hat gesagt, ich werde das alten Leuten geben, mit denen ich zu tun habe, beruflich und so weiter. Und das ist genau das Thema. Ja. Wie gehst du in die Ewigkeit hinein? Und genau, also einfach Empfehlung. Nach wie vor gibt es kostenlos. Und auch noch, wir haben noch von unserem letzten Freundesbrief Wort an das Volk Gottes in Deutschland, ein prophetisches Wort. Also wie gesagt, kannst du auch bei uns noch bekommen für Hauskreis oder zum Weitergeben, wenn du das möchtest, haben wir da. Das also hier unser Werbeblock. Das war der Werbeblock. So, also ich hatte gesprochen davon, es gibt Hoffnung. Und wir wollen wirklich heute Abend auf die unerschütterlichen Dinge des Reiches Gottes schauen. Amen. Wir wollen dahin schauen, wo Gottes Altar ist, wo Anbetung ist. Und der ganze Abend geht um ein Wort und das heißt Anbetung. Ja. Anbetung ist das, was der Feind immer wollte. Und mit diesem Ziel hat er nicht aufgehört. Und er belügt und er beraubt und er versucht zu morden, um genau dieses Ziel zu erreichen. Er möchte unsere Herzen gewinnen, dass wir unsere Herzen ihm zuwenden oder seinen Machenschaften zuwenden oder uns von ihm beschwätzen lassen, betrügen lassen, wie auch immer. Und er arbeitet mit der gesamten Breitseite dessen, was du dir noch vorstellen kannst, unter anderem Manipulation, Kontrolle, Angst. Lüge, Angst. Angst ist das Große. Ich habe heute wirklich drüber nachgedacht, wie konnte der Feind es schaffen, die Gemeinde Gottes, die Kinder Gottes zu überwältigen. Also aktuell. Mit Angst, ja, aktuell. Wenn doch in der Offenbarung steht, die Gemeinde konnte nicht, also die Pforten der Hölle konnten die Gemeinde nicht überwinden. Ich habe gedacht, Herr, hilf uns, dass wir alle fokussiert bleiben, dass wir stark werden in dir, dass wir Kraft gewinnen, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler und dass wir nicht müde und matt werden, dass wir nicht überwältigt werden. So, das Amen. Hoffe ich. Also, ich bin sehr gespannt auf dieses Thema jetzt, ja, ich was auch. Martin also, sagen ich möchte, wird. Warte mal, vielleicht noch mal vorab sagen. Mir ist jetzt mehrfach so gegangen, dass hier bei den Freitagabenden, kurz vor dem Schluss, da hatte ich den Impuls vom Herrn sehr deutlich, was ich das nächste Mal machen sollte. Ja. Ja, und so war das beispielsweise mit dem Thema Zungenreden und Geistestaufe. Und so war es jetzt auch mit diesem Thema Pergamon. Ich dachte noch, Hilfe, Herr, das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt mit Pergamon, ich hatte da schon ein bisschen mich vorbereitet, mit der Thematik gehe ich schon einige Zeit. Bin da schon zu Gange, ja, mehrere Jahre, auch mit Gebet einsetzen und so weiter. Ja. Und das fand ich schon herausfordernd. Stimmt. Und
Ich werde jetzt also einfach mal ganz gehorsam sein und das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, einfach euch weitergeben. Und du musst dann gucken, was du damit machst. Es ist herausfordernd, es ist durchaus kontroverses Thema. Wer redet schon über den Thron Satans? Ja? Ja, und wenn du auch noch nie was davon gehört hast, dann hör dir das einfach an und bete darüber. Du kannst am Sonntag nochmal diesen Abend in... bei uns auf der Webseite anschauen. Clip, ja. Du kannst das in Häppchen dir anschauen. Dann wirst du nicht daran ermüden oder es wird nicht zu viel für dich werden, wenn du da jetzt heute Abend zum ersten Mal über dieses Thema was hörst. So, jetzt bin ich sehr gespannt und ich bete währenddessen. Du betest. Ja. Also bei uns gibt es manchmal so, da nennen wir das Geschichtsstunde mit Pastor Martin. Das sind dann einfach so Sachen, wo ich einen Rückblick mache, häufig geschichtlich. Das liegt mir, ich mache das gerne. Und dann manchmal sind die Leute so, ach Hilfe, jetzt geht es um geschichtliche Daten und das ist ja so langweilig und so weiter. Abwarten. Ich versuche dich so reinzunehmen, dass du merkst, das, was ich dir jetzt erzählen werde, hat direkte Bedeutung mit deinem Leben hier und jetzt, hier in Deutschland. Es hat was mit dir und mir zu tun. Es ist nicht einfach nur ein geschichtlicher Rückblick mit irgendwelchen Infos, sondern da ist ein, wie soll ich mal sagen, ein Strang drin, den der Herr uns zeigen möchte, weil es bis in die heutige Zeit, bis in unser Leben hier und jetzt hineingeht. Okay, gut, also... Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen, Offenbarung 2 ab Vers 12. Etwa 45 Mal spricht das Buch der Offenbarung über den Thron. Den Thron Gottes, den Thron des Lammes, der wird immer und immer wieder erwähnt, weil der Thron ist der Ort der Herrschaft, der Ort der Autorität, der Ort auch, wo der Herr angebetet wird, nicht wahr? So, und nur ein einziges Mal in dem ganzen Buch kommt ein anderer Thron vor, wird ein anderer Thron erwähnt und das ist ausgerechnet der Thron Satans. Und der kommt in den Sendschreiben vor. In der Offenbarung ist es so, dass Johannes also die Offenbarung von Jesus sieht, die Erscheinung von Jesus und dann geht es an diese sieben Gemeinden. Ja, kennst du bestimmt, hast schon gehört, an Sardes und Laodicea und so weiter. Und da geht es eben auch an eine Gemeinde in Pergamon. Und da heißt es in der Offenbarung 2, ab Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat, also der das Wort hat, das Wort, was eine Waffe ist, das zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Gut, hier haben wir also zweimal die Aussage Pergamon mit Satan, der Thron des Satans, beziehungsweise da, wo der Satan wohnt. Es gibt keinen anderen Ort in der gesamten Bibel, irgendein Objekt, irgendwie irgendwas anderes, was in ähnlicher Weise bezeichnet wird. Es gibt das nur einmal. Das ist der Thron des Satans. Okay, Pergamon. Gut, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, mit dem Thema, okay, um was ging es denn da, was war das denn? Ja, dann ist es so, das bezeichnet die Akropolis von Pergamon, die sogenannte Pergamenische Akropolis, also das ist der Burgberg. Pergamon ist eine Stadt, die war unten und oben auf einem richtig aufragenden Berg, relativ steil geht es da hoch, war oben also Tempelanlagen gebaut worden, ein riesiges Amphitheater. Ich zeige dir hinterher nochmal ein Bild vom jetzigen Zustand. Und diese Stadt hatte also diesen Berg, den Burgberg nannte man das, und dort oben war eben diese Akropolis drauf. Das ist in der heutigen Türkei etwa 135 Kilometer nördlich von Ephesus. Heute heißt die Stadt Bergama. Bei gutem Wetter kann man von der Akropolis, die etwa 30 Kilometer bis zum Mittelmeer schauen, nicht? Und genau.
Oben über der Stadt thronte also dieser Tempelbereich. Da waren etliche Tempel, da war eine riesige Altaranlage und ein gewaltiges Amphitheater. So, und nach dem Historiker Plinius hatte ein gewisser König Eumenes II. Aus dem Herrschergeschlecht der Attaliden hier diese Stadt hochgezogen. Und die Stadt ist vor allen Dingen bekannt geworden und reich geworden, weil aus Pergamon Pergament kam. Das war also das, wo Pergament hergestellt worden ist. Und das hat natürlich, weil da einfach eine hohe Nachfrage war, zu entsprechendem Reichtum geführt. Die Stadt wurde sehr reich und konnte sich daher diese wirklich prachtvollen Tempelanlagen da leisten. Das geschah so ganz grob gerechnet etwa 200 bis 150 vor Christus. Gut, da wurde auch von diesem besagten König ein Altar errichtet, der Zeus geweiht war. Und dieser Altar, der war sehr bemerkenswert, der hatte einen umlaufenden Fries, der war sehr lang, 120 Meter. 120 Meter Platten, große Platten mit irgendwelchen Skulpturen, die rausgemeißelt waren aus Marmor. Und genau, Zeus ist der oberste Gott der Griechen. Ja, das ist eigentlich allgemein bekannt. So, wenn du dir also jetzt bewusst machst, da oben war eben dieser Zeus-Altar, in erster Linie, um den es da ging, dann, weil das war das höchste Heiligtum, das war der höchste Gott, der da verehrt worden ist, dann sagt Jesus nach meiner Meinung also, Zeus ist das gleiche wie Satan. Ja, wenn da Zeus derjenige war, der da oben seinen Thron hatte, sage ich mal, seinen großen Altar hatte, und Jesus sagt, das ist der Thron des Satans, dann ist es eben etwas, wo im Rahmen dieses gewaltigen Tempelanlage mit diesem Zeus-Altar, diesem Zeus-Thron, eben die Bibel sagt, das ist der Thron des Satans. Nun, das Interessante ist ja, dass die Bibel das sagt. Das ist nicht irgendwer, der das sagt, sondern das ist die Bibel, und zwar Jesus selbst, ja, der zu Johannes spricht und das so bezeichnet. Also wir dürfen das nicht einfach so gering nehmen, sagen, na ja, das ist irgendwie so eine Bezeichnung, kannst du mal vergessen, hat keine Bewandtnis für uns. Das ist biblische Aussage und es ist eine biblische Aussage, die nur an der einen Stelle vorkommt. Der eigentliche Altar war wirklich groß, also dieser Bereich, wo das war also eine Anlage, die war 36 Meter mal 34 Meter. Es ist der größte Altar, den man je gefunden hat in der Geschichte der Archäologie. Und bis heute ist das Interessante, dass man nicht weiß, was war das eigentlich? Wofür wurde der eigentlich gebaut? Ja, wann wurde der wirklich gebaut? Um was ging es denn da? Weil es ist ein völliger untypischer Bau. Den gibt es nur einmal, den gibt es sonst nirgendwo. Ja, ist also kein klassischer Tempel, sondern eine völlig andere Anlage. Und da hat ein langjähriger Leiter der Ausgrabung in Pergamon sich im Jahr 1999 noch dazu geäußert und hat gesagt, nichts ist in der Forschung unumstritten bei diesem berühmtesten Hauptwerk der Kunst von Pergamon. Weder der Bauherr, noch das Datum, noch der Anlass, noch der Zweck des Baus. Also mysteriös. Ein Bau, den es sonst nirgendwo gibt, von der Größe, von der Art. Und genau das ist das, weshalb wir sagen, das ist das Ding, um das es da oben ging. Und um das es, was Jesus angesprochen hat. Dieser Fries, der da herumläuft, das ist also große Marmorplatten, 2,40 Meter hoch, also schon richtig groß, mit übermenschlich großen Figuren da, die alle im Kampf sind. Das ist komplett mit Kampfszenen voll. Das ist der Kampf der Götter gegen die Giganten. Eine sogenannte Gigantomachie nennt sich das. Und Giganten waren so eine Art, wie soll man sagen, Konkurrenzgötter. Das war also auf einem ähnlichen Level ging das. Und da war eben dieser Kampf darum. Zumindest ist das so die offizielle Lesart. Unter anderem ist da auch der Kampf von der Geschichte des sogenannten Telephos, der gilt als historischer, legendärer Gründer der Stadt und so weiter, Pergamon, zu sehen. Gut, soweit erstmal das. Was hat es mit einem Altar auf sich? Ein Altar erstmal, das ist etwas, wo Anbetung gebracht wird, wo Opfer dargebracht wird. Das ist entweder ein Tier, was geschlachtet wird, oder ein Speiseopfer, oder aber vor allen Dingen natürlich auch Räucherwerk.
Räucherwerk, was dargebracht wird, was geräuchert wird, was aufsteigt, ne, ist etwas, was dem Herrn oder den Göttern oder wem auch immer eben dargebracht wird. Ein Altar. Nun, ein kleiner Hinweis nochmal zum Altar. Im Griechischen gibt es ja, auf dem Altar wurden Ganzopfer dargebracht, das finden wir auch in der Bibel. Das heißt, da wurde das komplette Tier wurde komplett verbrannt, das war ein Ganzopfer. Ja, es gibt ja auch Sachen, wo beim Passahlamm, das wurde eben geschlachtet, aber die Leute haben es zum Essen bekommen und so weiter. Das Ganzopfer war etwas, das wurde komplett geopfert und verbrannt. Und das Wort für Ganzopfer ist sehr interessant im Griechischen. Ja, völlig oder komplett, also im Sinne von ganz, heißt Holos und Brand heißt Kaustos. Also Holos Kaustos, Holocaust, das ist ein Ganzopfer. Daher kommt dieses Wort. Ja, das wird auf dem Altar gebracht, ein Ganzopfer. Deshalb gebrauchen die Juden übrigens diesen Begriff ungern. Die sagen stattdessen Shoah, zu dem, was wir also allgemein als Holocaust bezeichnen. Okay, Altar, Ort der Anbetung, wo man sich naht, um anzubeten, mit irgendwelchen Dingen, die man bringt. So, und dann zum Thron, ne, denn die Bibel spricht hier ja vom Thron, dem Thron des Satans. Von einem Thron, da regiert der Herrscher. Ne? Da spricht er. Von hier ergehen seine Anordnungen, seine Befehle. Von hier aus werden Kriege initiiert und so weiter. Okay. Wie Sigrid schon gesagt hatte zum Anfang, ist der größte Wunsch, das größte Ziel, die größte Begierde Satans, ist es, Anbetung zu bekommen. Das war der Grund, weshalb er rebelliert hat gegen Gott. Er will Anbetung bekommen. Ja? Er will, dass die Leute ihn anbeten, statt den Herrn anbeten. Das ist der Grund des ganzen Dilemmas, in dem wir uns befinden. Ja? Er ist gefallen, weil er die Anbetung, die Gott zusteht, für sich haben wollte. Und wo möchte er am liebsten die Anbetung bekommen? Natürlich da, wo Gott sagt, hier sollt ihr mich anbeten. Ein Ort, den Gott ausgewählt hat und gesagt hat, hier möchte ich, dass ihr mich anbetet, genau da will er optimalerweise die Anbetung, die dem Herrn zusteht, selber bekommen. Wir werden noch darauf zurückkommen. In Jesaja 14, Vers 13 finden wir folgende Bibelstelle. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Das ist eine Bibelstelle, die die meisten Bibelgelehrten natürlich für Satan gebrauchen. Gut, das war erstmal ein paar Vorabinformationen zu der Thematik, um da so ein bisschen drauf einzusteigen. Jetzt begeben wir uns auf eine Zeitreise. Und da habe ich schon das erste Bild für euch da. Das hier, was ihr hier seht, ist das Ishtar-Tor. Wir sind im Jahr 587 vor Christus. Der erste Tempel Gottes, der war unter Salomo gebaut worden, wurde in Jerusalem und durch Nebukadnezar zerstört. Zerstört. In der Folge kam es dann, dass die Juden in mehreren Stufen nach Babylon verschleppt worden sind, die babylonische Gefangenschaft. Und man geht davon aus, dass die Juden, die eben aus dem verheißenen Land nach Babylon kamen, durch diese Toranlage hindurchgegangen sind. Das war der Ort, der das Symbol für die Gefangenschaft war. Das Tor, dieses Tor ist das Symbol für die Gefangenschaft des Volkes Gottes. Nun, das Ishtar-Tor kommt von einer Gottheit, das ist die gleiche Gottheit wie Astarte oder wie Ostera, das ist alles das Gleiche, das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, daher kommt übrigens von Ishtar der Begriff Easter und von Ostera der Begriff Ostern. Ja, das ist nur, dass man da mal den Zusammenhang hat. Das Ishtar-Tor. Doron Schneider hat dazu Folgendes geschrieben. Und zwar, was auf den Ishtar-Tor als Weihinschrift zu finden ist. Da heißt es, auf Geheiß der Götter Nabu und Marduk, der Götter Nabu und Marduk, die mir befahlen, Bab-Elons Fundament auf der Brust der Unterwelt zu befestigen, damit ihr Haupt
mit dem Himmel wetteifern kann, beugte ich meinen Nacken und tat, wie mir befohlen. Das war die Wahlanschrift des Königs Nabopolassar an Babylons Ischtatur. Was hat er geschrieben? Der hat gesagt, die Stadt, das Fundament der Stadt ist auf der Brust der Unterwelt, auf dem Brustkorb der Unterwelt angebracht, damit der Kopf der Unterwelt sich bis in den Himmel erheben kann. Da kann man drüber nachdenken, was das bedeutet. Das war die Inschrift, wo es um dieses Tor geht. Ne? So, und wer in diese Stadt wollte, der ist eben da durchgegangen. Jetzt war das aber nicht einfach nur ein normales Tor, sondern dahinter war eine Prozessionsstraße, die war 156 Meter lang, 16 Meter breit. Und das ist etwas, was sehr interessant ist, weil die Archäologie hat die zum weiten Teil ausgegraben und das sind diese blauen Klinker, diese Fliesen mit diesen Figuren drauf. Ja? Und genau, Babylon, eigentlich Bab-Elon, ja, heißt wörtlich übersetzt Einzug der Götter. So, und der Ausgräber von Babylon, der hat also diese an den Wänden der Prozessionsstraße zum Ishtar-Tor diese Gestalten da, diese Tiere, wie soll man sagen, Bestien da gezählt. Und die sind auf 13 Reihen verteilt und er hat gesagt, das sind 337 Drachen und 238 Stiere bzw. Löwen. Und das waren Symbole für die Götter der Stadt. Ja, eben für Ishtar, für den Gewittergott Adad und hier dieses Viech, das ist der Drache von Babylon, eine gehende Schlange. Die hieß Sirush oder heißt heute noch Sirush. Das war die oberste Gottheit Babylons. Ein geschuppter Leib mit einem Schlangenkopf, gespaltener Zunge, seine Vorderfüße sind Löwenbeine, seine Hinterläufe starke Adlerfüße. Sein Schwanz hat einen Skorpionstachel und sein Haupt dolchähnliche Hörner. Das heißt, so hat einer, der die Ausgrabung in Babylon begann im Jahr 899, gesagt, das ist etwas, da spiegelt sich die ganze Unterwelt wider. In diesem Sirush spiegelt sich die ganze Unterwelt wider. So, einmalig an der Prozessionsstraße ist vor allen Dingen, dass die Mauer nicht nur oberhalb oberhalb des Bodens waren, sondern auch unterhalb. Die waren genauso hoch, wie sie hochging, etwa diese 13 Schichten, wurden die auch, oder 13 Meter, gingen die auch unten noch weiter, obwohl da Boden war. Und die waren auch alle mit diesen Fliesen versorgt. Also von Unterwelt bis oben ans Tageslicht ging das durch. Und alles war mit diesem Gewimmel von Bestien versehen. Das ist also das Ishtar-Tor. Und das Ishtar-Tor ist das Symbol für die Gefangenschaft des Volkes Gottes in Babylon, die babylonische Gefangenschaft. Gut, okay, das war der Punkt. Jetzt gehen wir 250 Jahre etwa weiter. Babylon war von den Griechen erobert worden. Die Griechen unter Alexander dem Großen hatten Babylon eingenommen und Alexander war von der Pracht dieser orientalischen Riesenmetropole so beeindruckt, der hat gesagt, das wird meine neue Hauptstadt. Er hat sich fortan der Göttliche nennen lassen, ne, und hat dort den Göttern in Babylon dann auch täglich Opfer gebracht bis zu seinem Tod. Da hat sich der griechische Geist, ne, mit dem Geist Babylons, ich sag mal, schon verbunden. Da kam schon was zusammen. Ja, die Griechen waren also in Babylon schon da gewesen. Und Alexander hatte auch das Heilige Land, mehr oder weniger im Durchgehen, hatte der das erobert. Ne, es gehörte also zu seinem Reich. Als er starb, sehr jung und etwas mysteriös, war es so, dass sein Reich in drei Teile verfiel und seine Generäle haben das im Grunde genommen unter sich aufgeteilt. Und da gab es einen Teil, der für uns interessant ist, das war das Seleukidische Reich und das war das, wo das Heilige Land war. Das gehörte unter den syrischen Führern, ja, den sogenannten Seleukiden, war das eben dann denen zugefallen und die haben darüber geherrscht. Und das entwickelte sich also, es gab dann Kriege hin und her und die festigten ihre Herrschaft. Und etwa 150 Jahre später, nach Alexander dem Großen,
bewegen wir uns jetzt ins Heilige Land. Da im Jahr 175 vor Christus gibt es nämlich einen Typ, der hatte es in sich. Antiochus der Vierte. Antiochus der Vierte, das war der Rasende. Der hat sich selbst Theos Epiphanes genannt. Epiphanes, der sichtbare Gott. Der hat also auch gesagt, ich bin Gott. Ihr müsst mich anbeten. So, der Typ war bis in die letzte Faser seines Seins dämonisiert. Das war wirklich ein Werkzeug in der Hand Satans. Und der hatte Herrschaft eben über das Heilige Land. Und er hat versucht, dort die Anbetung Jahwes komplett zu vernichten. Ne? So, er hat gezielt aus dem Tempel, der war natürlich nach der Zerstörung von Nebukadnezar Jahrhunderte vorher wieder aufgebaut worden. Der Tempeldienst war schon lange, lange wieder aktiv. Ja, und er hat gezielt versucht, ein Haus der Götzenanbetung zu machen. Mit heidnischen Bildnissen, die wurden da aufgestellt. Irgendwann wurde ein Zeus-Bildnis. Zeus kennen wir von Pergamon. Zeus-Statue mit seinen eigenen Gesichtszügen im Tempelhof aufgebaut. Ne? Dann wurde Schweine geopfert und man hat das Allerheiligste damit besudelt, mit dem Schweineblut. So, und letztlich wurde der ganze Tempel, der Tempel Gottes, in ein Zeus-Heiligtum umgewandelt. Ein Zeus-Heiligtum. Und hier haben wir mal eine Zeus-Statue, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Ja? Letztlich waren irgendwann nur noch Schweine als Opfertiere erlaubt. Und das Einhalten der göttlichen Gesetze wie Beschneidung, Schabbat und so weiter war bei Todesstrafe verboten. Das war ein unvorstellbar scharfer Schlag gegen das Judentum. Und ein Zeus-Altar auf dem Tempelplateau kam an die Stelle der Anbetung Jahwes. Das war nicht irgendein Platz, so wie Pergamon oder was, oder Babylon. Das war Jerusalem. Das war der Platz, wo Gott gesagt hat, hier soll mein Name wohnen. Es war der Tempel des allmächtigen Gottes, der hier entweiht worden ist. Ja? Der Tempel Jahwes wurde zum Tempel des Zeus. Ja? Und Jerusalem wurde zum Ort der Zeus-Anbetung. Weißt du was? Satan hatte sein Ziel erreicht. Satan hatte das Ziel, die Anbetung am Platz, der Gott zusteht, zu bekommen, hatte er erreicht. So, und ich empfehle dir mal, wenn du eine Bibel mit Apokryphen hast, das sind die Bücher, die in der Zeit, nachdem das Alte Testament beendet worden ist, etwa 400 vor Christus, bis zum Beginn des Neuen Testamentes geschrieben worden sind. Das sind nicht biblische Bücher, die gehören nicht zum Kanon, aber das sind sehr gute Bücher, sehr lesenswert. Und da gibt es unter anderem zwei Bücher über die Makkabäer. Das musst du echt mal lesen, wenn du da dran kommst. Das ist wirklich cool. Die Makkabäer-Story ist gigantisch. Und da heißt es, am 15. Kislev ließ der König auf dem Brandopferaltar, da wo das Brandopfer dargebracht worden ist, ne, den unheilvollen Gräuel aufstellen. Auch in den Städten Judäas ringsum baute man Altäre. Vor den Haustüren und auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tode verurteilt. Sie ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in die Städten aufspürten. Am 25. des Monats Kislev brachten sie auf dem Altar, den sie über dem Brandopferaltar errichtet hatten, ein Opfer dar. Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden auf Befehl des Königs hingerichtet. Dabei hängte man die Säuglinge an den Hals ihrer Mutter. Auch ihre Familien brachte man um, samt denen, die die Beschneidung vorgenommen hatten. Dennoch blieben viele aus Israel fest und stark. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als sich durch die Speisen unrein zu machen und den Heiligen Bund zu entweihen. So starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Also, du musst verstehen, hier ging es nicht um eine kleine Feindseligkeit. Hier ging es nicht darum, dass man da irgendwie ein bisschen politisch die mal ein bisschen hinschieben wollte. Hier ging es um eine massive, massive Attacke, das Volk Gottes auszurotten, die Anbetung Gottes auszurotten. Es ging darum, dass Zeus angebetet wird und dauerhaft an dem Ort, den der Herr sich ausgesucht hat. Das war die Absicht des Feindes. Und du kennst bestimmt, oder vielleicht den Begriff Gräuel der Verwüstung, ja, der begegnet uns hier.
Der kommt auch später nochmal vor. Den finden wir beispielsweise in Matthäus 24, Vers 15. So, es war ein Versuch, das heilige Volk oder das Volk Israel auszurotten. So, und dann kommt es eben zum Aufstand der Makkabäer. Und die Makkabäer-Story ist der Hammer. Da muss man auch mal zu predigen. Wirklich richtig, richtig cool. Eine Story von Wundern, von Sieg, von Reinigung, gigantische Wunderstory. Und letztlich wurde der Tempel gereinigt, letztlich wurde der Opferdienst wiederhergestellt, es wurde dem Herrn wieder geräuchert, ja, und es wurde das Fest der Tempelweihe gefeiert, Chanukka, das Fest der Tempelweihe. Und das war im Jahr, Ende des Jahres 164 vor Christus. 164 vor Christus. So, das heißt, in den paar Jahren, das ist nicht viel, 10, 15 Jahre, wo diese Gräuelgeschichte da war, da wurde also Zeus an der Stelle da verehrt. Und jetzt auf einmal war der Tempel wieder geweiht und gereinigt. So. Und ich sag mal, Zeus ist da vertrieben worden. Die dämonische Macht des Zeus. Ja? So, er brauchte sozusagen, ich sag's mal ein bisschen salopp, einen anderen Ort. Jetzt ist interessant, nahezu zeitgleich, wo die Makkabäer den Tempel wieder Yahweh weihen konnten, nahezu zeitgleich hat ein anderer König, der von den griechischen Generälen da abstammte, letztlich, oder aus diesem ganzen Zusammenhang da kam, einen riesigen Zeusaltar gebaut in Pergamon. Das geschah fast zeitgleich, 1100 Kilometer nordwestlich, eine gigantische Anlage. Und so haben wir im Grunde genommen, ich sag's mal salopp, Zeus ging von Jerusalem nach Pergamon. Das ist so meine Überzeugung. Jetzt schaut euch mal hier dieses Bild an. Das ist die Situation, der, wie Pergamon jetzt aussieht. Ihr seht also unten rechts dieses riesige Amphitheater. Oben sieht man noch so ein paar Mauerreste und so weiter. Und der eigentliche Pergamon-Altar, der befindet sich leicht hinter der Hügelkuppe, so im rechten Bereich. Ja? Das war also, wie gesagt, dieser wirklich große Berg mit wirklich einer gewaltigen Anlage. Ja. Und dort eben, ich sag mal, wurde Zeus jetzt in besonderer Weise herausragend eben verehrt. Gut, dann bewegen wir uns 30 Jahre weiter voraus. 30 Jahre weiter voraus. Im Jahr 133 vor Christus wurde diese ganze Stadt Pergamon wurde römisch. Die Römer übernahmen die Herrschaft. So, jetzt waren es nicht mehr die Griechen, das war ein griechisches Gebiet, ne, sondern die Römer kamen. So, und letztlich wurde dann Pergamon in Kleinasien das Zentrum des römischen Kaiserkultes. Es war ja eine bedeutende Metropole. Es war eben immer noch die Stadt mit dem Pergament. Es war eine reiche Stadt. Das Zentrum des Kaiserkultes. Ja, da gab es also unter anderem dann einen Tempel für Roma und für den Kaiser Augustus. Es war die erste Stätte, wo Kaiser Augustus sich als Gott anbeten ließ. Anbetung des Kaisers an der Stelle. Und da merkst du schon, bei den Griechen hatten wir das mit Alexander dem Großen, dann mit diesem Antiochos Epiphanes und jetzt hier Augustus in Pergamon. Es geht immer darum, hier an der Stelle musst du Menschen anbeten, die sich als Gott ausgeben. Okay, die Zeit läuft weiter, es kommt zu der sogenannten Zeitenwende, also zum Jahr Null. Christus wird geboren, er hat seinen Dienst, wird am Kreuz hingerichtet, steht von den Toten auf, fährt zum Himmel, der Heilige Geist fällt, die Gemeinde entsteht und all das, was uns das Neue Testament berichtet und die Apostelgeschichte. Und das Christentum breitet sich aus, ja, es kommt zu den ersten Verfolgungen und dann nahen wir uns langsam dem Jahr 70 nach Christus. Dem Jahr 70 nach Christus. Ihr wisst, im Jahr 70 wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Und zwar haben die Römer Jerusalem belagert aufgrund von entsprechendem Stress und den Tempel komplett zerstört und das, was sie fanden, auch nach Rom im Triumphzug dann da durch Rom gebracht. Unter Titus starben mehr als 1 Million Juden damals. Gut,
Ganz kurz vorher, man sagt so wahrscheinlich um das Jahr 68 rum nach Christus, da wurde die Offenbarung verfasst. Das Buch der Offenbarung. Ja? Johannes war im Zuge dieser Christenverfolgung nach Patmos verbannt worden, eine Insel ganz in der Nähe von Pergamon, so etwa 200 Kilometer entfernt. Und dort war er und hatte diese gewaltigen Offenbarungen, die wir in der Offenbarung, in dem Buch der Offenbarung sehen können. So, wer zu der Zeit dafür gestanden hat, die Knie nicht zu beugen vor irgendwelchen Göttern, der war wirklich in Lebensgefahr. Ja, es war eine Bedrohung für das Leben, wenn man nicht mitgespielt hat, wenn man den Göttern nicht Ehre gezollt hat, wenn man nicht geräuchert hat, wenn man nicht angebetet hat. Ne? Und Hinrichtung oder eben Exil, das war das, was der Kaiser angeordnet hatte. Gut. Und so war es dazu gekommen, dass in Pergamon ganz kurz vorher, bevor die Offenbarung geschrieben worden ist, ein Bischof war, Antipas, und dieser Bischof starb als Märtyrer. Und der wird auch im Buch der Offenbarung in dem Schreiben an Pergamon erwähnt. Ja? So, wie gesagt, ich kenne deine Werke, wo du wohnst, sogar dort, wo der Sitz des Satans ist. Du hältst an meinem Namen fest, hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch nicht in jenen Tagen, in denen Antipas mein treuer Märtyrer war, der unter euch getötet wurde, wo Satan wohnt. Antipas, das war der Bischof der Stadt. Und er war ein Mann des Glaubens, er hat seine Knie nicht gebeugt, er hat Leute bekehrt, es gab Erweckung in der Stadt und dann wurden die heidnischen Priester eben neidisch, beziehungsweise merkten, dass da was weglief und sie haben ihn gepackt und haben ihn gezwungen, Götter anzubeten, hat er nicht gemacht und daraufhin wurde er dann eben unter den allgemeinen Repressalien zum Tode verurteilt. Und man sagt, er wurde in einem Stiergebilde, aus wie ein Stier, aus Bronze oder aus Kupfer war es, aus Kupfer, der war so nachgebildet worden, da wurde er reingemacht, der war hohl, da wurde er reingemacht und dann hat man unten drunter Feuer angemacht und ihn im Grunde genommen da zu Tode gequält. So, das war Antipas, der aufgrund seines Zeugendienstes eben drangeblieben war. Einer der Märtyrer. Okay. Jetzt machen wir nochmal einen Zeitsprung. Etwa 70 Jahre später. Ich hatte gesagt, im Jahr 70 war der Tempel in Jerusalem zerstört worden. Das war schwierig. Dann gab es so jüdische Exilstädte, wo so die waren. Und es war alles fürchterlich. Und dann gab es ein dramatisches Ereignis um das Jahr 130, 132 bis 135 genauer gesagt. Und das war der sogenannte Bar Kochba-Aufstand. Das ist auch was, worüber man drüber nachdenken kann. Bei diesem Bar Kochba-Aufstand war eine zweite Revolte, ähnlich wie zu der Zeit von Titus, gegen das Römische Reich. Und bei diesem Bar Kochba-Aufstand gab es etwa 580.000 getötete Juden. Und ich will da nicht weiter drauf eingehen. Der war extrem effektiv, der Aufstand. Er hat das ganze Römische Reich erschüttert. Die Römer haben richtig aus dem ganzen Imperium Heermächte dahingezogen, um die besiegen zu können. Und letztlich mit gigantischem Aufwand wurde dieser Bar Kochba-Aufstand niedergeschlagen. Ja? So, und diese Niederschlagung führte dazu, dass Jerusalem komplett zerstört worden ist. Man sagt, dass das ganze Tempelareal wurde gepflügt, die ganze Stadt wurde gepflügt, da blieb sozusagen nicht ein Stein auf dem anderen, das wurde alles abgerissen und platt gemacht. Ne? Und die Stadt wurde dann neu wieder aufgebaut unter dem Namen Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Aelia war der Familienname des Kaisers. Ja? Er selber hieß Hadrian, das heißt der Dunkle. Ne? So, und in der Stadt, ja, ließ er sich, Hadrian, als Gott verehren. Ne? Und er gab der Stadt, die Gott, Yahweh, der Herr, als seine ewige Wohnstadt erwählt hatte, seinen eigenen Namen. Und was hat er gemacht? Auf dem Tempelplateau hat er einen Jupiter-Tempel errichtet. Und der römische Jupiter ist das gleiche wie der griechische Zeus. Ne? Und genau davor hat er ein Hadrians-Bildnis positioniert. Und da musste angebetet werden. So, jetzt wurde Jerusalem zu einem Ort,
der Jupiter- bzw. Zeus-Anbetung. 300 Jahre nach den Makkabäern hatte Satan sein Ziel wieder erreicht. Er war wieder an dem Ort, wo Gott angebetet werden sollte, wurde er angebetet, wurde ihm geräuchert, hat man ihm sich genaht mit Opfern. In Jerusalem wurden alle heiligen Stätten komplett überbaut, mit irgendwelchen Tempeln oder sonst was. Und man hat gesagt, wir wollen den Anspruch des Judentums auf diese Stadt komplett zunichte machen. Ne? Er, Hadrian, war es auch, der dem heiligen Land den Namen Palästina gegeben hat. Das war eine Beleidigung, das war eine Verunglimpfung. Das heißt nämlich Philisterland, obwohl es schon seit Jahrhunderten keine Philister mehr in der Gegend gab. Ne? So, das wurde einfach eine Proklamation gemacht über das Land. So, Jerusalem wurde zur Bannzone für alle Juden. Einmal im Jahr, an einem Tag, durften sie die Stadt betreten, ansonsten nicht. So, diese Bildnisse, diese heidnische Tempel, das war nach der Meinung vieler Bibelgelehrten das Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus gesprochen hatte. Gut, die Juden wurden nun versklavt, die überlebt hatten, wurden den Legionären als Sold mitgegeben, waren Soldsklaven. Und die Soldaten sind dann ins ganze Römische Reich gegangen, wo immer sie hinkamen und wo immer sie hinversetzt worden sind. Und da haben sie dann ihre Sklaven natürlich mitgenommen. Und so wurden die Juden in die ganze damalige Welt zerstreut. Soweit das. Und dann, langsam aber sicher, im Lauf der Jahrzehnte und der Jahrhunderte, erstarkte das Christentum immer mehr, nahm immer mehr die Formen an, die wir dann auch später in der Kirchengeschichte sehen, mit Rom und mit der Entwicklung und so weiter, was ja wirklich alles andere als positiv war. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Während der Zeit langsam versank Pergamon im Staub der Geschichte. Der Altar verfiel. Die Tempel auf Pergamon verfielen. Die Stadt ging unter. Ja? Ich habe gelesen, dass bei einer Belagerung, viel später, bei einer Belagerung dort oben auf dem Burgberg, man diese Friesplatten abgeschlagen hatte und abgebaut hatte für einen Belagerungswall. Das waren also diese riesigen Tafeln, die hat man gebraucht, um einen Wall zu bauen. Und so waren die auf diesem ganzen Burgberg verstreut. Und Jahrhunderte gingen ins Land. Jahrhunderte gingen ins Land. Und es entwickelte sich die Welt, wie wir sie langsam dann so kennen. Langsam, aber sicher ging es dann voran. Und irgendwann kam es dazu, dass im Jahr 1864, also ist jetzt wirklich lang später, 1700 Jahre später, ein Mann auf diese Höhe von Pergamon ging. Und das war ein deutscher Ingenieur und Hobbyarchäologe. Und er hat für das Osmanische Reich gearbeitet, im Bereich Straßenbau. War ein Ingenieur, der hat da gearbeitet, der hat hinterher auch selber wie so ein Scheich gelebt und so. Aber das war etwas, da ist er in Pergamon gewesen und ist auf diese Höhe und hat sich das angeschaut und war sehr beeindruckt. Karl Humann hieß der. Karl Humann. Und er schaute sich um, er hatte gelesen über Pergamon, über die Attaliden, dieses Herrschergeschlecht. Und er sagte, das also war übrig geblieben vom stolzen, uneinnehmbaren Sitz der Attaliden. Und so hat er sich das notiert. Und er fing an, da so ein bisschen rumzugraben und so weiter, war Hobbyarchäologe, damals hat man das alles noch nicht so ernst genommen. Und er hat geguckt und fand da auch so ein bisschen was und hat einfach dort dann das zu seinem Hobby gemacht und ist immer wieder da hingegangen, privat, als Privatmann, ja, immer wieder hingegangen unter osmanischer Genehmigung, ja, und hat dort dann gegraben und geguckt, was da so ist. Keine 5 Jahre später, nachdem der also auf Pergamon da zum ersten Mal wieder gewesen ist, keine 5 Jahre später wird Berlin, jetzt switchen wir zu Berlin, wird Berlin Reichshauptstadt. Das Deutsche Reich entsteht, das sogenannte Zweite Reich. Das Deutsche Reich wird gegründet und Berlin wird zur Reichshauptstadt, und zwar am 18. Januar. Und im gleichen Jahr
Im genau gleichen Jahr, 1871, sendet Humann erste Teile des Pergamonaltars nach Berlin. Ne? Und zunächst hatte man daran wenig Interesse. Das heißt, dass die ersten Teile in irgendeinem Museumskeller eingelagert worden sind und der Direktor hatte überhaupt kein Interesse daran. Und erst als ein neuer Leiter über diese ganzen Museumsanlagen kam, der hat das, ich sag mal, in Anführungsstrichen durch Zufall entdeckt und hat gesagt, Moment mal, hier ist was Interessantes. Ne? Also 1871, Berlin wird Reichshauptstadt und die allerersten Teile vom Pergamonaltar kommen nach Berlin. Dann im Jahr 1878, 7 Jahre später, beginnen die systematischen Ausgrabungsarbeiten, ne, auf diesem Burgberg. Und da gab es etwas, das nennt man das Bündnis zwischen Kreuz und Halbmond. Klingt schon schlecht. Das Bündnis zwischen Kreuz und Halbmond, nämlich vom deutschen damaligen Reich unterm Kaiser, mit dem Osmanischen Reich. Und weil er eben da mit dem Osmanischen Reich arbeitete, konnte Karl Humann offiziell den Auftrag bekommen, von den Königlichen Museen in Berlin dort die Ausgrabungen zu starten. Alles hochoffiziell und dann hat er also richtig angefangen, auch mit Ausgräbern und so weiter, das richtig groß und professionell aufzubauen. Und er schreibt, kein Quaderstein haben die Jahrhunderte zu verschieben vermocht. Nun aber wandern sie nach Berlin. Die türkische Regierung war an den Ausgrabungen beteiligt und es wurde richtig vereinbart, dass die damals gefundenen Fries-Fragmentstücke alle in den Besitz der Museen nach Berlin gehen sollten. Ja? Das heißt, es war ja nur ein Teil dieses ganzen Berges mit all den Tempeln. Ja? Und dieser Teil, dieser Altar, wurde so nach deutschem Verständnis offiziell gekauft. Es gibt also Verträge, die das offiziell sagen. Die Türkei sieht das anders inzwischen, aber es ist sozusagen eigentlich deutsches Eigentum. Gut. Und dann hat man vor etwa 140 Jahren, so um den Dreh rum, über mehrere Jahre das Zeug also auf dem Seeweg nach Deutschland gebracht, nach Berlin gebracht. Und im Jahr 1886 waren die Grabungen abgeschlossen. Gut, kurz drauf, nachdem die Grabungen abgeschlossen waren und das ganze Zeug in Berlin war, wird Kaiser Wilhelm II. Kaiser. Kaiser Wilhelm II., das war eine sehr problematische Person, eine ganz, ganz fragwürdige Figur. Und als deutscher Kaiser, ja, ich würde mal sagen, einfach eine Katastrophe. Einfach vom Typ her, vom Mensch her, von der Überforderung her. Eigentlich psychisch kranker Mensch, ja. Und der wurde deutscher Kaiser. Und man hatte in jeder Hinsicht hatte man Konkurrenzbestrebungen und man wollte überall mit den Großmächten konkurrieren. Ja, und da gab es Russland als Großmacht und Frankreich als Großmacht und England als Großmacht und überall wollte man konkurrieren, auch auf dem Gebiet der Kultur. Ja, so, jetzt hatten die also dolle Ausgrabungen in England, die haben in Ägypten ausgegraben und so weiter, Frankreich im Louvre und so, wo gewaltige Sachen standen und die Deutschen hatten nichts. Und jetzt kommt da der Karl Humann mit seinem Pergamon-Kram und das war natürlich begeistert. Jetzt hatten sie wirklich was, was Weltniveau hatte und so hat man also tatsächlich gesagt, wir werden ein prachtvolles Museum bauen, um diese gewaltigen Funde zu zeigen. Das ist etwas, was mit der Eremitage in Leningrad, also St. Petersburg damals, was mit dem Louvre, was mit dem British Museum und so weiter konkurrieren kann. Gut. Und einige Jahre später wurde dann nach den Planungen und so weiter begonnen, ein Museum zu bauen. Ja, begonnen, ein Museum zu bauen. Und das wurde auf der sogenannten Museumsinsel in Berlin errichtet. Ein großes Haus für antike Kunst, ja, mit dem Pergamonaltar als Prunkstück. Und der Kaiser hat sich sehr persönlich für dieses Pergamonmuseum eingesetzt. Gut, zeitgleich oder ganz kurz drauf gab es noch etwas. Auf Anordnung des Kaisers höchstpersönlich begann man in Babylon Ausgrabungen zu machen. Also da waren die anderen noch nicht gewesen. Ja, da haben sie gesagt, da gucken wir auch noch mal, was es gibt. Und man hat angefangen, in Babylon Ausgrabungen zu machen. Also in Pergamon und in Babylon. Mhm.
Gut, jetzt möchte ich mal kurz etwas zum Deutschen Kaiserreich sagen, so ein Einschub. Einfach, damit wir mal ein Verständnis dafür haben, was das ist, weil die wenigsten Leute wissen, wie war das denn damals? Was ist denn mit dem Leben so damals gewesen? Wie war das? Ja, das war die Zeit der sogenannten Gründerzeit. Schau, es gab einen Krieg 1870-71 gegen Frankreich. Deutschland hat gewonnen. In Versailles wurde das Deutsche Reich ausgerufen. Das war eine Wiedergutmachung, gefühlt gegen die Schmach von Napoleon. 60 Jahre früher, ne? Und es war ein richtiger Aufbruch. Und zwar im positiven, geistlichen, Missionsgesellschaften, die ganzen Gemeindeverbände und so weiter wurden gegründet. Ein positiver Ausbruch, wirklich. Geistliches Leben überall. Es war, ich sag mal, Erweckungsbewegung, ja. Vielleicht hast du was von Blumhardt mal gehört. Also es war wirklich sehr positiv. Und da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Auch sehr negativ. Ne? In dieser Zeit nämlich gab es ein ganz großes Aufblühen von, ich sag mal, Esoterik und Okkultismus. Spiritismus insbesondere hatte richtige Hochkonjunktur. Da gab es eben Astrologie, Wahrsagerei, Swedenborgianismus nannte sich das, dann natürlich Anthroposophie und so weiter. Die blühten regelrecht auf. Ne? Und das war in den leitenden Kreisen des Adels, des Militärs bis ins Kaiserhaus hinein, ja, im Bildungssystem, in der Wirtschaft, weit verbreitet. Das war ziemlich davon durchzogen. Nicht alles, aber vieles. Ja? Eben leider auch in den Kirchen, muss man wirklich sagen. Dann war natürlich noch das Thema Freimaurerei, gerade in Preußen ein Riesending zur Zeit früher, zur Zeit des Friedrich II., alten Fritz, da gab es, sagt man, da war Freimaurerei fast so was wie Staatsreligion geworden. Ja, das war aber deutlich früher. Ne? Aber sie hat sich da gehalten. Adel, Militär, so die Intelligenz, die war eben von Freimaurerei sehr stark durchsetzt. Und in dieser Zeit, ja, kam jetzt diese, wie soll ich mal sagen, dieser Geist Griechenlands da hinein. Ne? Der Humanismus, nicht zu verwechseln mit humanitär, das ist was anderes. Der Humanismus als geistliche Kraft, als Geistesmacht, ja, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ne? Der Geist Griechenlands, der gewann auf einmal Raum. Das ist eine richtige widergöttliche Macht, die sich gegen alles, was Christen heilig und wichtig ist, stellt. Der Humanismus, der Geist Griechenlands, der gewann irrwitzig an Macht. Ja? So wurden sagenhaft viele Gebäude, Gerichte, Parlamente, der Reichstag, ja, mit griechischen Tempelfassaden versehen. Die kamen ja nicht von ungefähr, die sind auf einmal entstanden und man hat diese Gebäude wie Tempel gebaut. Ne? Universitäten, auch Kirchen wurden wie griechische Tempel gebaut. Der innewohnende Geist, der wurde darin sichtbar. Olympische Spiele wurden wiederbelebt. Schulische Ausbildung war komplett humanistisch geprägt. Ja, man hat eben griechische und Lateinisch und so weiter gepaukt. Ne? Klassische Philosophie war an der Tagesordnung. Man hat sich wieder mit den griechischen Philosophen beschäftigt und so weiter. Und eben auch mit der ganzen Mythologie der griechischen und der römischen. Viele Firmen, viele Institutionen haben sogar diese Namen übernommen, wie Neptun oder Victoria oder Hermes oder was auch immer. Kannst du fast alles nehmen. Ne? Verbände und so weiter, die sich danach benannt haben. So, und was in Deutschland geschah, war Folgendes. Geschah auch anderswo, in ähnlicher Weise, aber in Deutschland war es eben so, man wollte an diese Weltmachtposition der Griechen, an die Weltmachtposition der Babylonier, da wollte man anknüpfen. Man wollte sich sozusagen mit diesem Geist verbinden. Und das geschah über Archäologie. Man hat da versucht, sich anzudocken. Ne? Und das, obwohl Deutschland eines der fortschrittlichsten Nationen der Welt war zu dem Zeitpunkt. So, im Jahr 1901 hat man also dieses Museum dann errichtet. Und da habe ich auch ein Bild für euch. Das ist das erste Museum, das Pergamon-Museum. Ne? So, das hat man da gebaut, wo es heute auch schon steht. Aber man hat damals am Bau gespart. Ja? Weil nämlich der Untergrund der Museumsinsel ist baulich gesehen eine Katastrophe. Und man hat gespart am Fundament und das war ein fataler Fehler. Ja, die Fundamente sackten
Es gab gewaltige Risse, die ganze Statik war nicht mehr gegeben. Das Ding war im Grunde genommen, sage ich mal, einsturzgefährdet nach wenigen Jahren. Massive Bauprobleme. Das kommt daher, weil die Berliner Museumsinsel auf einer, wie soll ich mal sagen, in der Eiszeit gab es dort Gletscher und die haben, als sie sich zurückgezogen haben, so eine Rinne in den Boden reingeformt, eine Abflussrinne und man nennt das das Berliner Urstromtal. Das ist in der Region da, wo die Spree ist. Und an der Stelle, wo die Museumsinsel ist, ist dieses sogenannte Urstromtal 40 Meter tief. Ja, das kannst du dir vorstellen wie so eine Schlucht, wie eine Spalte. Und da ist kein fester Boden drin, sondern nur Schlamm. Der ist natürlich auch ein bisschen fest geworden, aber es ist kein tragfähiger, fester Boden, der sowieso in Berlin schon schwierig ist, weil das ja im Grunde genommen alles Sandboden ist. Und deshalb musste man die Gebäude mit ganz vielen Pfählen in den Boden rammen und die hat man zu der Zeit aus Holz gemacht. Und das war nicht genug und es war eben nicht tragfähig genug. Okay, so viel zu diesem Museumsbau. Der Boden für das Kommen dieser Macht Pergamon nach Deutschland war übrigens über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte vorbereitet worden. Ne? Diesen widergöttlichen Geist Griechenlands hatte man geradezu umarmt in der führenden Kreisen insbesondere. Ja? Es galt als extrem schick, kulturell bedeutsam. Ja? Und so war dieses Pergamon-Ding, das war was ganz Geniales. Und es war für die Leute völlig schlüssig und vernünftig, dass man für dieses gewaltigen Altar, diesen Thron, einen Palast baut. Ja? Man hat ihm den Namen dann gegeben, das ist ein Museum, aber es musste ein Palast sein, wie es sich eben für ein solches Heiligtum, für einen solchen Thron dann ziemt. Gut. Dieses erste Gebäude wurde 1902 dann eingeweiht mit dem Pergamon-Altar und da gab es folgende Situation. Bei der Einweihung führten 1500 Künstler unter kaiserlicher Aufsicht ein ausschweifendes pergamenisches Götterfest durch. Ja? Das fand im erlauchten Kreise statt. Die wilhelminische Dynastie hat also das gefeiert, weil es war das, was eben angedockt hat an diesen Geist Griechenlands, an diesen Spirit Griechenlands, an die Macht Griechenlands damals. Ne? Und sie hat es gefeiert als das stolzeste Denkmal ihrer Monarchie. Der Kaiser Wilhelm II. Hat diese Errichtung des Pergamon-Altars als die größte Tat seiner Regierungszeit bezeichnet. Das musst du dir mal eintüten. Er war jahrzehntelang Kaiser. Der hat wirklich viel mit Deutschland, was ja im Aufbruch war, Weltmacht, erreicht im Grunde genommen. Und er sagt, dass dieses Ding hier errichtet worden ist, ist die größte Tat meiner gesamten Regierungszeit. Das ist eine sehr eigentümliche, eigentlich beklemmende Aussage, wenn man davon ausgeht, dass die Bibel sagt, das ist der Thron Satans oder zumindest etwas, was den Thron Satans repräsentiert. Wusste der Kaiser da was von? Hatte der eine Ahnung, um was es sich da handelt? Nach christlichem Verständnis wurde hier das Land bewusst oder auch unbewusst, weil der Thron aufgerichtet worden ist, natürlich letztlich Satan geweiht. Und ich habe mit dem Herrn darüber geredet, über diese Situation und so weiter. Und er hat mir was ganz Eigentümliches gesagt. Er hat gesagt, meinst du, es ist nichts, wenn der Kaiser sich vor Zeus verneigt? Meinst du, es ist nichts, wenn ihm geräuchert wird? Weißt du, das ist ja so eigentümlich. Das wird ja so als ein bisschen Kultur dargestellt, aber irgendwie ist es dann wieder drin. Die alten Bräuche, die alten Geschichten auf einmal sind wieder irgendwie lebendig, ganz eigentümlich, ganz beklemmend. Ne? Und ich habe gesehen, dass es schon damals Proteste gab von bibelgläubigen Christen. Die haben damals schon demonstriert dagegen, weil die gesagt haben, wir stehen dagegen, dass das Land hier der Herrschaft Satans unterstellt wird. Die haben verstanden, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Die haben dagegen demonstriert, damals schon, ja, vor weit über 100 Jahren. Wenn du dann die Geschichte weiter anschaust, ist es so, nachdem das Ding dann da errichtet worden ist, ging es im Grunde genommen mit der Nation
Deutschland, dem damaligen Deutschen Reich, in dramatischer Weise in eine sonderbare Richtung. Ja? Innerhalb weniger Jahre ging genau von der Stadt, genau von Berlin, und das ist im Herzen von Berlin, die Museumsinsel, genau von Berlin, gingen politische Entscheidungen aus, die die ganze Welt in einen Strudel von Elend und Not und Katastrophen und Kriege führten. Zum Zerstörung. Ja, es war eine Entfesselung dämonischer Mächte, völlig offensichtlich. Und das war sehr eigentümlich, weil Deutschland überhaupt nicht eigentlich das Potenzial hatte und so weiter. Eigentlich ging es um ganz andere Sachen. Man hatte sich um Kolonien und alles Mögliche gemacht. Der Erste Weltkrieg, Historiker wissen bis zum heutigen Tag nicht, wieso gab es den Ersten Weltkrieg? Wie ist der entstanden? Warum? Das kannst du nur im Geist verstehen, weil satanische Mächte freigesetzt worden waren. Und in diesem Zusammenhang gab es eine Sache, die für uns Christen extrem bedeutsam ist. Und das war im Jahre 1909. Ja, da gab es die für mich größte Katastrophe in der Geschichte der Christenheit in Mitteleuropa überhaupt. Und das war die Berliner Erklärung. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Die Berliner Erklärung. Das gab ein Statement von ein paar Dutzend Leuten, das waren gar nicht mal viele, die haben ein Schriftstück verfasst und unterzeichnet. Und das war etwas, was im Grunde genommen gesagt hat, mal ein bisschen platt gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes ist teuflisch. Wenn du in der Bibel nachschaust, in welchem Zusammenhang die Sünde gegen den Heiligen Geist gebracht wird, ist genau die Stelle, ja, wo man sagt, Jesus treibt die Dämonen durch Beelzebub aus und sagt, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dieser ganze Zusammenhang ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen über eine lange Zeit und ich habe mich damit intensiv beschäftigt und dann habe ich dieses Buch hier geschrieben, Gott und Deutschland, da wird das behandelt, ja, diese ganze Situation, wie war das in Deutschland, warum kam es dazu, was war diese Erklärung, da ist auch der Text drin und so weiter, Berliner Erklärung und alles, was dazugehört und was die für Auswirkungen hatte, nur falls es dich interessiert. Gott und Deutschland, nicht wahr? Außerdem habe ich ein Videoseminar gemacht und dieses Videoseminar, das heißt 100 Jahre Stagnation sind vorbei. Dieses Videoseminar findest du bei uns auf der Webseite. Kannst du mal schauen, das ist unter Predigten, musst du ganz durchscrollen bis zum letzten Ende, ist die allerletzte Sache, die da draufsteht, findest du schon 100 Jahre Stagnation. Das ist ein mehrteiliges Videoseminar, wo ich genau darüber auch spreche. Also wenn du kein Buch lesen willst, kannst du es dir da auch als Video anschauen. Aber es ist extrem wichtig für uns als Christen, weil es aus Berlin kam, zu einem Zeitpunkt kam, wo dieses Pergamon-Ding da war und es hat die Christenheit in Deutschland in unvorstellbarer Weise geschwächt. Es hat zu einer super starken Schwächung geführt der Christenheit, die es in keiner Nation sonst in der Schärfe gab. Das war sonst nirgendwo so scharf. Ja? Und das war eben die Folge, dass die Christenheit geteilt wurde, schwach wurde und da war natürlich, sagen wir mal, Volumen da, in dieses Vakuum einfach von diesen widergöttlichen Kräften hineinzugehen und zu wüten und das ganze Land in einen Strudel von Chaos hineinzureißen. Und zwar in einer Weise, dass ich sage, Deutschland wurde im 20. Jahrhundert zum größten Aggressor der gesamten Welt. Aufgrund der massiven Baumängel wurde dieser erste Museumsbau dann abgerissen. Und man hat im gleichen Jahr, wo es diese Berliner Erklärung gab, und man hat dann angefangen, einen Neubau zu bauen an der genau gleichen Stelle. Ja? Und jetzt wurde hier also der Boden bis zu 50 Meter tief im Morast da von dieser Museumsinsel verankert. Und man hat eben den Bau gebaut, den wir heute noch haben. Ja, übrigens als Bauwerk von außen gesehen, ein grottenhässlicher Pott, aber egal. Dieser Bau stammte verrückterweise auch noch von einem ehemals jüdischen Architekten, der konvertiert war, evangelisch geworden war. Und der ist eigentlich, der ganze Bau ist nichts anderes als der Altar, diese Vorderfront des Altars, ins Gigantische hochgezogen. Das ist also im Grunde genommen ein riesiges U und im Gebäude selber ist dann die Altaranlage, wie sozusagen, als ein kleines U.
Gut, das kannst du hier mal sehen. Da sehen wir jetzt hier die Anlage. Vielleicht war es auch schon mal da. Ich habe das auch schon mehrmals besichtigt. Und da sieht man eben, wie das Ding aussieht. Das ist nur der vordere Teil. Der eigentliche Altar, da musstest du die Treppe hochgehen und dann ging es hinten in einen hinteren Bereich. Das ist also eigentlich nur die Front, die man da sieht und eben diesen gewaltigen Fries. Übrigens war das mit dem Fries und den ganzen Figuren, die waren zur damaligen Zeit knallbunt angemalt. Die waren also nicht so weiß und ästhetisch wie jetzt, sondern das war ratzebunt damals. Gut. Im Jahre 1913, also kaum, dass das Ding im Grunde genommen errichtet worden war, kamen jetzt aufgrund der vom Kaiser angewiesenen Ausgrabungen in Babylon, kamen die ersten Teile nach Berlin. Und man hat sie genau in dieses Museum reingepackt. Und erstmalig in der Geschichte war jetzt dort die Symbole von Ishtar und die Symbole von Pergamon verbunden. Das heißt, das Symbol für die Gefangenschaft des Volkes Israels und das, was die Bibel den Thron Satans nennt, kam zusammen in Berlin im gleichen Gebäude. Kurz drauf nach dieser Vereinigung begann der Erste Weltkrieg. Wie gesagt, bis zum heutigen Tag gab es keine wirkliche Erklärung, wieso. Der Erste Weltkrieg hat 10 Millionen Tote. Er ging von Berlin aus. Und er war die bis dahin größte Zerstörung in der Geschichte der Menschheit. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Gut. Krieg läuft, irgendwann ist er vorbei. Deutschland ja, kapituliert, wird in einer letztlich nicht guten Weise abgestraft. Und es kommt zur Weimarer Republik, eine chaotische Zeit. Die Hauptstadt Berlin ist so unsicher, dass man das Parlament nach Weimar verlegt. Ne? Also der Geist zieht nach Weimar. Und genau, während der Weimarer Zeit, ich hatte schon darüber gesprochen, hast du sehr viele verschiedene Reichskanzler und so weiter, die haben kaum ein Jahr jeweils ausgehalten. Und letztlich ist es dann so, dass man dort trotzdem, obwohl es solch eine Armut war und solch ein Chaos war, an dem Museum weitergebaut hat. Dafür war Geld da. Das wurde also nicht, wie soll ich mal sagen, darauf wurde nicht verzichtet. Und letztlich war es dann so, dass im Jahr 1930, das ist ein markantes Jahr, dieses Ishtar-Tor und die ganze Prozessionsstraße in Berlin aufgerichtet waren und für die Öffentlichkeit freigegeben worden sind. Jetzt war also das Ishtar-Tor mit der Prozessionsstraße, wie sie eben damals aufgebaut worden ist, vollendet. Und der griechische Pergamonaltar waren aber aufgebaut. Stehen, vereint, paar Meter auseinander in Berlin zusammen im gleichen Gebäude. Im Jahr 1930 war das soweit. Im gleichen Moment beginnt der Siegeszug der Nazis. Ja, die Nazis werden Wahlgewinner, übrigens aufgrund einer demokratischen Wahl, ja, war kein Staatsstreich, werden Wahlgewinner, kommen in den Reichstag. In nur 3 Jahren ist Hitler Reichskanzler, kurz darauf Diktator. Dann kommt es zum Jahr 1934. Ja, nach der Machtergreifung der Nazis hat Hitler seinen Star-Architekten Albert Speer geholt und hat eben, gibt es Bilder, mit dem Pergamonaltar haben sie gesprochen und hat gesagt, hier, das will ich haben. Und zwar, um Aufmärsche zu machen. Und für den Architekten war das Pergamonaltar das Vorbild der Haupttribüne auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Und da kannst du dir dieses Bild anschauen. Das ist im Grunde genommen das Gleiche ins Gigantische aufgeblasen. Ja, hier fanden die gigantischen Aufmärsche der Nazis statt. Und hier habe ich ein Zitat nochmal von Doron Schneider, der hat Folgendes dazu geschrieben. Gebannt von der Faszination des Altars beauftragte Adolf Hitler 1934 seinen NS-Architekten Albert Speer mit der Nachbildung des Pergamon-Altars für seine Reichsparteitage in Nürnberg. Von der Pergamon-Zeppelin-Tribüne konnte Hitler ab 1936 als hoher Priester der Partei für seine Gläubigen die Festgottesdienste zelebrieren. Von dort aus proklamierte er die Vernichtung alles nicht-arischen Blutes und Glaubens. So zog der NS-Thron Satans Millionen Deutsche in seinen Bann und Tod. Ja, Hitler will auf jeden Fall eine Plattform haben, von der er aus zur Welt sprechen kann.
Und das war eben dieser Nachbau von diesem Ding, was die Bibel den Thron Satans nennt. Und genau von dort verkündet er die Nürnberger Gesetze. Genau von dort erklingt zum ersten Mal das Wort Endlösung. Und das Interessante ist, dass ganz Deutschland wie verhext ist, wie verzaubert ist von dem satanischen Nazi-Regime. Und an der Stelle möchte ich mal ein ernstes Wort sagen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Zehntausende, Hunderttausende von wiedergeborenen Christen für die Nazis gebetet haben, für den Führer gebetet haben, für gutes Gelingen gebetet haben. Die haben sich auf die Seite gestellt. Sie haben die gleichen Parolen gebrüllt und sind mitgelaufen. Und die gleichen Argumente, die heute noch gesagt werden, gegen, damit man ja der Obrigkeit hörig sein soll, die hat man damals gebraucht. Ja, hat gesagt, man muss das, was die Obrigkeit sagt und was diejenigen, die eingesetzt worden sind, das, was da kommt, das muss man gehorchen, ja, dem müssen wir uns unterordnen. Die gleichen Sprüche, die auch heute wieder gefordert werden. Und ich sage, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wir müssen uns vor einer kranken Obrigkeitshörigkeit echt hüten, gerade in Deutschland. Wir müssen uns vor Kadavergehorsam hüten. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen. Das ist eine Gefahr. Wir Deutsche sind Leute, die sehr darauf anspringen, ja, ich sag mal, das eigene Denken hinten anzustellen und einfach stumpf hinter dem herzulaufen, was uns irgendwelche Herrscher vorgeben. Das war in der Kaiserzeit so, das war in Nazi-Deutschland so und im Kleinen beginnt es jetzt wieder. Letztlich kam der Zweite Weltkrieg, letztlich versank Deutschland in einem unvorstellbaren Chaos. Es gab 55 Millionen Kriegstote, inklusive dem Holocaust. Und es ging alles von Berlin aus. Der Zweite Weltkrieg, alle Planungen, alles, was da beschlossen worden ist, der Holocaust, alles ging von Berlin aus. Und letztlich vom Krieg aus kam alles wieder zusammen und fand in Berlin. Das war der Punkt, wo der Krieg ausging und wieder zusammenkam. Ja? Es war die größte Zerstörung, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Während des Krieges, ja, hat man den Pergamonaltar abgebaut, um den in Sicherheit zu bringen. 1941. Er wurde in bombensicheren Räumen untergebracht. Im Jahr 1945, als Deutschland besiegt war und da niederlag und die Alliierten von allen Seiten gekommen waren, ja, hat man diese noch eingepackten Teile des Pergamon-Museums, des Pergamon-Altars, entdeckt und die Sowjets haben es als Kriegsbeute nach Leningrad gebracht, in die Eremitage und haben sie dort eingelagert. Noch wie sie waren, noch verpackt, aus den bombensicheren Räumen einfach nach Leningrad. Dann ging die deutsche Geschichte weiter. Ja, es kam zu den Ereignisse, die du hoffentlich im Geschichtsunterricht gelernt hast, ja, der Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1949, ne, der Bundesrepublik, dann im Mai war das, dann im Oktober die DDR, dann kam es zu dieser Teilung der Stadt, später Mauerbau und so weiter und so weiter. Im Jahr 1958, das war also immerhin 13 Jahre, 12, 13 Jahre, nachdem die Russen das Zeug weggenommen hatten und in Leningrad, heute St. Petersburg, eingelagert hatten, ja, hat Chruschtschow diesen Pergamonaltar bedauerlicherweise wieder nach Deutschland zurückgegeben. Und zwar haben die Deutschen darum gebeten, das DDR-Regime hat darum gebeten, dass es zurückgegeben wird, mit vielen anderen geraubten Kunstschätzen, die auch die hiesigen Alliierten im Westen hatten Kunstschätze geraubt, ja, die bis heute nicht zurückgegeben worden sind. Ne? Aber die Russen haben das zurückgegeben, wurde groß gefeiert als Großtat, ja, wie barmherzig die Sowjets sind. Ne? Und man erzählt sich die Story, dass Chruschtschow das auch gemacht hat, weil seine Mutter, seine leibliche Mutter ihn gedrängt hat. Man sagt, das wäre eine fromme Frau gewesen und die hätte gewusst, was es mit diesem Pergamon-Ding auf sich hat und hat gesagt, bloß weg mit dem Ding. Ob das die Wahrheit ist oder ob das eine Legende ist, weiß man nicht. Und ob Chruschtschow sich da hat motivieren, das weiß man auch nicht.
Tatsache ist, das Ding kam nach 12, 13 Jahren wieder nach Deutschland zurück, eben in die DDR, nach Ost-Berlin, und wurde dann dort tatsächlich wieder errichtet und aufgebaut. In all dem Chaos, was da war, in all der Not, in all der Zerstörung, dafür hat es Geld, dafür wurde es gebaut. Man hat es wieder errichtet, an der gleichen Stelle hat man das Museum wieder aufgebaut und diesen Altar wieder reingebaut, wieder errichtet. Die deutsche Geschichte geht weiter und nach 40 Jahren Trennung kommt es dann zum Mauerfall, zur Wiedervereinigung Deutschlands und zur Grenzöffnung am 9. November. 9. November, der Schicksalstag der Deutschen. Ja, der Schicksalstag der Deutschen. Und da fanden einen Haufen interessante Sachen an diesem 9. November statt. Ich komme gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Im Jahr 1999, vor gut 20 Jahren, wurde dann Berlin, nachdem das Parlament nach Berlin umgezogen war, Regierung da war, dann wieder deutsche Hauptstadt. Ne? Und die europäischen Regierungschefs haben sich in Berlin getroffen. Clinton, der damalige US-Präsident, kam dazu. Und er hat gesagt, Berlin ist das Herz eines vereinten Europas. Berlin ist das Herz eines vereinten Europas. Was finden wir in Berlin? Genau, Ischtar-Tor und Pergamonaltar. Gut, jetzt habe ich mal hier eine Luftaufnahme für euch. Das ist, was du hier siehst, ist also ja, eine Luftaufnahme. Da ist der Pergamonaltar wie ein großes U zu sehen. Das Helle, was du da siehst, das ist also der eine Seitenflügel. Und genau, es ist so die nördliche Spitze der Museumsinsel. Darüber ist das Bode-Museum. Dann siehst du da eine Brücke mit dem Berliner S-Bahn oder was fahren. Und oben siehst du die Spree. Und der andere Fluss, sag ich mal, oder das Wasser, was da zu sehen ist, wo das Pergamon-Museum dran angebaut ist, das ist der sogenannte Kupfergraben. Kupfergraben. Und auf der anderen Seite der Straße des Kupfergrabens siehst du eine Häuserzeile und da ist ein kleines Schild, da steht drauf Taxistand, der Pfeil Taxistand. So, dieses, wo der Pfeil Taxistand ist, das ist interessant. Das ist nämlich genau diametral entgegengesetzt, in der Achse entgegengesetzt, oder auch falsch, gegenüber, genau in der Achse gegenüber des Pergamonaltars befindet sich da eben diese Häuserzeile mit diversen Häusern. So, und diese Häuser, die sind auch bemerkenswert. Die wollen wir uns kurz anschauen. Zunächst einmal, als Gerhard Schröder, das war der erste Kanzler, der in Berlin dann regiert hat, der regierte von 1998 bis 2005, in Berlin war, der wohnte, wenn er in Berlin war, ja, während der Arbeitswochen wohnte er im Kanzleramt. Im Kanzleramt gibt es also eine Wohnung, die hat große Repräsentationsräume, aber auch einen kleinen Bereich, einfach da, um zu wohnen. Und er wohnte im Kanzleramt. Angela Merkel hingegen, die ja in Berlin gewohnt hat, ist nie ins Kanzleramt eingezogen, sondern wohnt etwa 2 Kilometer Luftlinie davon entfernt. Und wenn du in Wikipedia schaust, da heißt es ganz aktuell, Stand von jetzt, so zieht es Kanzlerin Angela Merkel vor, weiter in ihrer eigenen privaten Wohnung am Kupfergraben gegenüber der Museumsinsel zu wohnen. Und hier habe ich jetzt dir mal beispielsweise was vom Stern gezeigt. Das ist aus dem Jahr 2005, ein Artikel, hier wohnt die Kanzlerin. Und es ist in Berlin kein Geheimnis, dass Angela Merkel genau gegenüber des Pergamon-Altars, des Pergamon-Museums wohnt. Hier siehst du das Haus, in dem sie wohnt. Das gelbe Haus. Und das ist aktueller Stand von jetzt. Das Foto ist von vorgestern. Und du siehst, das ist wirklich Baustelle. Eine richtige Baustelle. Wenn sie da tatsächlich wohnen sollte, was natürlich niemand weiß, wohnt die Kanzlerin momentan auf einer Baustelle. So. Das Klingelschild in diesem gelben Haus sieht so aus. Hier findest du Professor Sauer, den Ehemann von Frau Merkel, links. Rechts findest du bei den Beschreibungen, da steht drauf, ganz schön lustig. Das finde ich auch bemerkenswert.
Du siehst auch, die Klingeln sind offensichtlich nie benutzt worden oder seit vielen Jahren nicht mehr. Das ist keine Ahnung was, aber offensichtlich nichts, was gebraucht wird. Hier haben wir nochmal ein Bild ein bisschen weiter weg. Da siehst du, dass das Nachbarhaus eingerüstet ist, was dann bis zu dem gelben Haus weitergeht. Das ist ganz schön aufwendig eingerüstet, sonderbar aufwendig, was immer die da machen. Für eine Fassadenrekonstruktion ist das ungewöhnlich, aber sei es einfach mal so. Und dann nochmal hier dieses Bild. Das ist also der Ausblick von der Kanzlerwohnung sozusagen. Man sieht auf eine Baustelle mit dem Pergamon-Museum. Also ich möchte das nicht weiter kommentieren oder irgendwas dazu sagen. Angela Merkel, wenn sie denn dort wohnt, wohnt auf einer Baustelle und sie wohnt exakt in der Achse des Pergamon-Museums und in der Achse des Pergamon-Altars. Gut. Gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter. Im Jahre 2010, ne? 2010, das ist jetzt noch nicht so lang her, am 9. November 2010, also bis jetzt keine 10 Jahre her, wie gesagt, diesem Schicksalstag der Deutschen, das war der Tag, wo die Reichskristallnacht war, das war der Tag, wo der Mauerfall war und viele andere Ereignisse, die für die deutsche Geschichte bemerkenswert waren, da wurde in Berlin die erste sogenannte Europa-Rede gehalten. Und da hatte man Herman van Rompuy, das war ein Politiker, das war der damalige Präsident des Europäischen Rates, also der höchste Repräsentant der EU, also der Oberchef von der EU, ne? Den hat man geholt und der durfte dort in Berlin die erste Europarede halten, die allererste, am 9. November. Und wo hat man ihn reden lassen? Vor 800 geladenen Gästen, inklusive Frau Merkel. Man hat ihn im Pergamonmuseum reden lassen. In unmittelbarer Nähe zum Ischtar-Tor und zum Pergamonaltar. Da hat der Herr van Rompuy gesprochen. Und was hat er unter anderem in seinem Vortrag gesagt? Folgendes, Zitat. Ich fühle mich geehrt, hier und heute zu Ihnen zu sprechen. Zunächst, weil Sie mich als ersten Politiker eingeladen haben, die jährliche Europarede zu halten. Sodann, weil ich im Pergamonmuseum und am 9. November zu Ihnen sprechen darf. Wie viele historische Linien gehen von diesem Ort und von diesem Datum aus? Es fühlt sich an, als ob man von starken alten Kräften in zwei Richtungen gedrängt wird. Die olympischen Götter vor und hinter uns, 2300 Jahre alt, führen uns in die griechische Zivilisation. Sie führen uns nach Pergamon mit seinen Tempeln. Und so weiter. So viel zur Europarede. Und du merkst, da ist irgendwas im Busche, irgendwas ist da. Es ist nicht nichts. Ja, es ist nicht nichts. Du hast gesehen, das Museum ist im Bau, wird gerade renoviert, ganz, ganz aufwendig. Und zwar seit dem 29. September 2014, ja, wurde die Anlage für Publikumsverkehr für mehrere Jahre geschlossen. Zunächst dachte man, man schafft das bis zum Jahr 2019, um die Maßnahmen durchzuführen. Das hat sich, wie viele Bauten in Berlin, als Flop erwiesen. Inzwischen geht man vom Jahr 2025 aus, dass das wieder eröffnet wird. Es sind extrem aufwendige Baumaßnahmen. Ich hatte euch das erzählt von diesem Ursprungtal mit dem Schmaller, der da drin ist, wo man das einfach drauf gebaut hat und diesen Problemen mit dem Fundament, was gemacht werden muss. Und da macht man momentan Baumaßnahmen, wo man 1200 Stahlpfähle in den Boden rammt. Also richtig systematisch. Die sind teilweise bis zu 50 Meter lang, um das Gebäude zu stabilisieren, um das Fundament festzukriegen. Das funktioniert teilweise unter dem Einsatz von Tauchern, die da, eben ist ja Wasser, ne? Die das da unten da irgendwie dann verbinden müssen und so weiter. Und es geht um ein tragfähiges Fundament. So, die Kosten sind inzwischen hoffnungslos aus dem Ruder gelaufen. Inzwischen redet man schon von 700 bis 800 Millionen Euro. Luft nach oben ist noch, ne? Wir sind ja bei Weitem noch nicht fertig. Okay, so viel erstmal zu diesem ganzen Part. Und jetzt komme ich zu was anderem. Es hat immer und immer wieder
Gebetsaktionen von Christen gegeben, die diese Sache mit dem Thron Satans ernst genommen haben. Weißt du, ich glaube ja, diese ganze Akropolis von Pergamon war der Thron Satans. Mit all den Tempeln und alles, was da war. Aber da war eben dieses absolute, spezielle, einmalige, sonst nie existierende Heiligtum, dieser Altar, der Altar des Zeus. Und der genau wurde nach Deutschland gebracht und hier aufgerichtet. Und kaum war er hier, begannen Katastrophen. Dann kombiniert mit dem Ischtar-Tor begannen noch größere Katastrophen. Das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist nicht nichts. Ich gehöre zu denen, die so etwas ernst nehmen. Ich war selbst bei einigen Gebetseinsätzen dabei, wo man dagegen gebetet hat, wo man den Herrn gesucht hat, wo es prophetische Eindrücke gab. Was ist das hier? Was passiert? Ne? Viele Christen, die vom Ausland und Deutschland kommen, merken, dass die Atmosphäre hier anders ist als anderswo. Ne? Und insbesondere in Berlin anders ist. Natürlich weiß ich, dass es viele Leute gibt, viele ernstzunehmende Leute gibt, viele Christen gibt, die sagen, das ist völlige Spinnerei. Ja, das ist völliger Unsinn. Das ist blanke Hysterie. Ja, das ist etwas, das ist nichts anderes als ein Relikt aus alter Zeit. Das haben sie da hingebaut. Das hat keine Relevanz. Das ist ein Museumsstück. Ja, genauso könntet ihr vor sonst was Angst haben oder dagegen beten. Ich verstehe das. Du musst halt sehen, das ist etwas, was du im Geist empfangen musst. Und nicht jeder ist dafür bestimmt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und solche Sachen zu attackieren oder dagegen zu beten. Ja, es muss man als geistliche Komponente sehen. Man muss es im Geist sehen und die Dinge so beurteilen. Nach meiner persönlichen Meinung würde ich sagen, die deutsche Geschichte zeigt im 20. Jahrhundert, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt nicht. Es gab einen Knick Anfang des 20. Jahrhunderts. Von da an hat sich gerade von Berlin aus unsagbar viel Elend und Vernichtung über die Welt verteilt. Von Berlin aus wurde beschlossen, dass Lenin im Ersten Weltkrieg in einem verplombten Waggon von der Schweiz, wo er im Exil war, nach Russland kam, um die Revolution dort anzuzetteln, um den Kriegsgegner, nämlich den Zar, zu schwächen. Das heißt, die Deutschen waren unmittelbar an der Einführung, dem Sieg der Bolschewisten in Russland beteiligt. Das ist auch etwas, wo sagenhaft viel Sünde einfach entstanden ist. Ja? Ich weiß nicht, ob dafür jemals mal jemand Buße getan hat. All das kam von Berlin aus. Weißt du, Deutschland wurde von einer Kulturnation mit Nobelpreisträgern, mit innovativen Geschichten, mit einem super guten, für damalige Verhältnisse super guten Sozialsystem, mit der größten Firma der Welt, das war damals Krupp, mit der größten Reederei der Welt, das war Hapag in Hamburg und so weiter und vielen, vielen anderen Dingen, führend in vielen Bereichen der Welt, wurde von einer Kulturnation zu einem aberwitzigen Aggressor. Das 20. Jahrhundert ist von einer Aggression Deutschlands insbesondere geprägt. Und es gibt nun geistliche Leiter, die sagen, Mensch, lasst uns als Christen aufstehen, damit nicht erneut aus Berlin eine Macht des Bösen aufsteht, die wieder die ganze Erde betrifft. So, das kannst du nehmen oder du kannst es lassen. Ja, das ist etwas, was du entscheiden musst. Ja, prüft aber alle und das Gute behaltet, was für dich ist. Vielleicht sagst du, ich habe das Gefühl, dass das die Wahrheit ist. Vielleicht sagst du auch, berührt mich nicht. Ist völlig in Ordnung. Ja, für uns ist das etwas, wo wir sagen, das ist etwas, wo wir im Gebet dagegen angehen. Schau, mal ein bisschen flapsig gesagt. Das Land der Dichter und Denker wurde zum Land der Vernichter und Henker. Ne? So, als Christen haben wir uns gegen die Absicht und gegen die Pläne und gegen die Machenschaften des Feindes zu positionieren. Das ist unser Job. Dafür hast du die Waffenrüstung an. Ja? Die Waffenrüstung hast du bekommen, weil du gegen die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt positionierst, dich positionieren sollst. Schau es dir mal an in Epheser 6. Lies mal genau. Wir widerstehen im Gebet. Wir widerstehen im Geist. Weißt du was? Wenn wir als Bibelgläubige, als Volk Gottes nicht dagegen stehen, wenn wir uns nicht positionieren, wer soll es denn sonst tun? Ja? Wer soll denn sonst diesen dämonischen Kräften und Mächten Einhalt gebieten, die da durch eine Zerstörung über die Welt bringen wollen? Wer tut das denn? Weißt du, so viele Menschen, so viele, vor allem auch Christen, denken, die Götter der damaligen Zeit,
Das war nichts anderes als Fantasieeinbildung. Das war so eine Projektion. Die Leute brauchten eben ihr Auskommen. Deshalb haben sie eine Fruchtbarkeitsgöttin erfunden. Ja? Sie brauchten ihren Schutz beim Krieg, haben eine Kriegsgott erfunden und so weiter. Das war eine Projektion, so irgendwas. Hallo? Das waren reale dämonische Mächte mit einer realen Kraft. Und die wurden in realer Weise geehrt und die haben in realer Weise gewirkt. Ja? Und diese dämonischen Kräfte sind heute unter Umständen noch genauso aktiv wie damals. Ne? So, vielleicht kommen sie heute nur in einem anderen Gewand. Ja, einem modernen Gewand. Einem Mantel vielleicht von Kultur, von Bildung, von Philosophie. Und sind genauso zerstörerische dämonische Kräfte wie damals. Für uns von Gottes Haus steht Pergamon im Geistlichen für eine mächtige dämonische Struktur, für ein System boshafter Kräfte. Ja? Bei Ishtar ist es genauso. Ishtar, das Ishtar-Tor, steht für Gefangenschaft des Volkes Gottes und für Aggression gegen das Volk Gottes. Und wie gesagt, der Pergamonaltar wird als Thron des Satans bezeichnet, was es sonst nirgendwo mehr gibt. Und so sagt niemand anderes als der Herr selber. Was vor 2000 Jahren oder weit über 2000 Jahren errichtet worden ist, um eine wiedergöttliche Macht zu symbolisieren und dort Anbetung ja, zu erreichen an einem bestimmten Platz, das gilt noch heute. Das ist noch das Gleiche. Verehrung an einem bestimmten Platz hat Auswirkungen. Die Macht ist dort gegenwärtig, sie manifestiert sich dort. So, das ist vielleicht nicht für jedermann sichtbar, das ist vielleicht nicht für jedermann spürbar, aber es ist für Leute, die im Übernatürlichen sensibel sind, ist das etwas, was sie realisieren. Das gilt für die positive geistliche Seite genauso wie für die negative geistliche Seite. Es ist der Altar und es ist der Thron in Berlin. Ja? So, dass wir heute wissen, dass die Bibel das als Thron Satans bezeichnet und dass wir heute wissen, dass es in Berlin steht, ist ja kein Zufall. Ne? Gott selbst hat ihn so genannt. Der Olle Goethe hat im Jahr 1797 ein Gedicht geschrieben, Der Zauberlehrling, eines seiner bekanntesten Werke. Eigentlich lustiges Gedicht, ne? Und das geht eben darum, dass ein Zauberlehrling sich die Macht des Hexenmeisters bedienen will, eines, der größere Macht hat als er, und das Ganze geht eben schief. Und er rief zum Schluss dann, als dann alles über ihn hereinbrach, sagt er, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das ist nicht genau das, was er gesagt hat, aber das ist das, was im Volksmund sich so eingebürgert hat. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Er hat Geister gerufen, die er nicht handeln konnte, die mächtiger waren als er, und er wird sie nicht mehr los. Genau. So ist das auch hier passiert. Die Geister, die Deutschland gerufen hat, die Macht, den Geist Griechenlands, die Macht, den Geist Babylons, der ist da. Die sind da. Ja? Die stehen da. Und die werden von nichts und niemandem verjagt oder gebunden oder beseitigt oder eingedämmt oder begrenzt oder ausgemerzt werden können, außer dem Volk Gottes, wenn es aufsteht und in seiner Autorität vorwärts geht. Ne? In der Kraft und im Namen des Herrn. Ich persönlich glaube, dass es in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Finanzwelt, Sportler, alles Mögliche, immer so war, dass Leute sich seit Jahrzehnten, ja, versucht haben, mit diesen okkulten Kräften zu connecten, ja, irgendwie zu verbinden, damit sie da eben Kraft ziehen, damit sie eben Autorität ziehen, damit sie ihre Ziele durchsetzen können, damit sie Macht oder Erfolg oder ein zügelloses Leben oder Sicherheit oder was auch immer ihnen wichtig erscheint, erhalten können. Und dafür sind sie bereit, eben mit dem Feind einen Pakt einzugehen. Das ist ja auch das klassische deutsche Drama, die klassische deutsche Erzählung, ebenfalls von Goethe, ja, mit seinem Faust. Sehr bemerkenswertes Buch. Ja. Ein Pakt eines Gelehrten mit dem Teufel. Das größte Kulturgut der deutschen Literatur. Aber weißt du was? Der kleinste im Reich Gottes ist größer als der mächtigste Mensch auf Erden. Ja. Er ist größer als derjenige, der hier vielleicht alles erreicht, und dann in der Ewigkeit nicht mehr wiedergefunden wird. Jesus selbst sagt, dass der Mensch, ja, wenn er hier alles gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt, alles verloren hat. Was nützt es einem Menschen, wenn er hier
Wer weiß, welchen Erfolg und irgendwelche Sachen erreicht und dann in Ewigkeit nicht mehr gefunden wird. Es ist völliger Wahnsinn, völliger Blödsinn. Und ich glaube, dass es Tausende gibt, die sich in Deutschland und weit darüber hinaus mit dem Thron des Satans verbunden haben. Ja? Und die Kraft gezogen haben, dieses dämonische, satanische System, die Kraft haben. Und weißt du was? Ich glaube, das sind nichts anderes als bedauernswerte Gefangene, die auf die Lügen des Feindes hineingefallen sind. Der Teufel ist ein Lügner. The devil is a liar. Ja? Und ich sag dir, lass uns dafür beten, dass diese Leute frei werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass das satanische System offenbar wird, dass Licht auf die ganzen Machenschaften kommt, was auch immer da ist, damit die Leute gerettet werden. Und ich bin jetzt fast fertig. Und ich möchte zum Schluss dir noch einen Eindruck weitergeben, wo ich wirklich im Gebet war und wo ich den Eindruck hatte, dass der Herr zu dieser Situation zu mir spricht. Und das, was ich notiert habe, das musst du prüfen. Das musst du prüfen, ja, wie die Bibel uns immer auffordert, ist etwas, was ich für mich als Reden Gottes empfunden habe. Da heißt es, ich werde einige derer, die mit dem Feind einen Bund geschlossen haben und mit ihrem eigenen Blut unterschrieben haben, herausreißen. Sie werden mächtige Zeugen des Reiches Gottes sein. Ich werde einige Politiker herausreißen, Künstler, Wirtschaftsleute, Finanzfachleute, Sportler, Medienleute. Ich werde sie herausreißen aus der Finsternis ins Licht. Erschütterungen werden über diese Nation kommen, wenn das Licht immer stärker wird. Die Werke der Finsternis werden immer mehr offenbart. Das Vertrauen der Menschen in Deutschland, der Bevölkerung, wird rapide zurückgehen. Das Vertrauen in die Wirtschaftsleistung, das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in die Behörden, das Vertrauen in die Systeme dieser Welt und ihre vermeintliche Sicherheit. Sicherheit gibt es nur in mir. Alles andere ist sinkender Sand. Und das werde ich die Menschen in Deutschland erkennen lassen. Immer wieder habe ich Menschen berufen, die gegen die Macht von Pergamon aufgestanden sind, gebetet haben, gefastet haben, proklamiert haben und sie haben viel bewirkt. Die Macht des bösen Systems in Deutschland ist sehr, sehr stark geschwächt. Die Leute, die damit verbunden sind, sind sehr, sehr geschwächt. Die Macht von Pergamon ist im Untergang. Das Haus ist im Untergang. Das System, das vielen gedient hat, zu Macht, Ansehen, Geld, Autorität zu kommen, ist im Untergang. Die Finsternis kann gegen das Licht nicht bestehen. Wenn ich mit euch bin, wer soll gegen euch sein? Soweit dieses Wort, von dem ich den Eindruck habe, dass der Herr es in diese Situation reingesprochen hat. So, soweit mein Vortrag. Das war ja keine richtige Predigt, das war ein Vortrag zum Thema Pergamon und Ischtar, mitten in Berlin. Eigentümlich, nicht wahr? Der Herr hat gesagt, ich soll über dieses Thema sprechen. Und es ist etwas, was wir vielleicht bewusst sein sollen, dass es sowas gibt, quasi ja, in unserer Mitte. Und dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Und ehrlich, lass uns dafür stehen, dass Deutschland nicht wieder zum Fluch wird über die Nation. Lass uns dafür stehen, dass es nicht wieder die Welt in einen Strudel von Elend und Not hineinreißt. Ja? Lass uns dafür stehen, dass Licht kommt. Licht, wir beten in erster Linie für Licht. Licht über das, was läuft. Licht über die Dinge, die laufen. In überall. In Wirtschaft, in der Finanzwelt, in den Medien, in Sport, in überall. In Politik und überall, europaweit, überall Licht, dass man sieht, was wirklich passiert. Weißt du, es ist so viel Lüge, so viel Manipulation, so viel Propaganda, so viel, was man überhaupt nicht durchblickt. Was wir brauchen, ist wirklich, wirklich Licht. Amen? Amen. Amen. Ein Punkt, der immer wieder vorkam, ist, Satan will die Anbetung. Ja. Er will, dass Leute sich beugen davor. Yes. Anbetung ist der große Punkt, um den es geht. Stimmt's? Genau. Und genau um diese Anbetung geht es jetzt auch nochmal und zwar ganz anders. Und ich weiß, der Feind wirbt immer um unser Herz. Er möchte immer unser Herz
besitzen. Und das, was Martin gesagt hat, das ist einfach dieses Verlangen, dass der Satan alles dran setzt, unsere Herzen zu überwinden, unsere Herzen zu überwältigen, uns gefangen zu nehmen, damit wir ihm Anbetung bringen. Und er kopiert immer die Dinge Gottes. Wenn da von einem Altar die Rede ist, dann ist das eine Kopie, dann ist das ein Nachmachen, dann ist das etwas, was der Feind benutzt, obwohl Gott es initiiert hat. Es geht in Wahrheit wirklich um Anbetung. Ich möchte euch jetzt mitnehmen, also als Martin letzten Freitagabend nach dem Gottesdienst gesagt hat, du, ich weiß schon, worüber ich nächste Woche sprechen muss, habe ich gesagt, oh, weißt du wirklich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sagte er, ja, ich werde über den Pergamonaltar sprechen. Das ist so ein bisschen das Thema, was uns ja schon ein paar Jahre begleitet. So, wir schauen da immer mal, wir gucken da und wir beten da. Und ich war ein bisschen erstaunt und habe dann gedacht, was wird der Herr mir geben, was dazu passt oder wo der Herr uns allen eine Zuversicht mitteilen möchte, wo er uns aufbauen möchte. Denn das, was wir gehört haben, ist viel Information, ist viel dieses, dass wir wissen, wie wir wurden, was wir sind. Ist vieles, dass wir ein Verständnis darüber bekommen, was in unserem Land und in unserer Nation sowohl im Geistlichen mit der Berliner Erklärung als auch in dem Geschichtlichen und mit diesem Geistwirken zu tun hat. Und wir wollen Menschen des Heiligen Geistes sein. Da gibt es einen massiven Unterschied. Und dann habe ich am Samstag über drüber nachgedacht, ja, das ist ja jetzt wirklich ein eigenartiges Thema und wie passt das jetzt und so. Und am Sonntagmorgen schlage ich einfach meine Bibel auf, ich wollte zu meinem fortlaufenden Bibeltext kommen und schlage auf einen Text aus 2. Mose 30. Das ist wirklich sehr für mich sehr stark gewesen, weil in diesem Bericht geht es alternativ genau zu diesem Thema, was wir heute Abend gehört haben. Und zwar habe ich gelesen über die Anordnung Gottes über die Stiftshütte. Die Stiftshütte war etwas, was Gott detailgetreu Mose gesagt hat und Mose lässt diese Stiftshütte arbeiten und er lässt dort einen bestimmten Altar bauen auf Anordnung Gottes. Und das war, also da gibt es viele Dinge, ich will jetzt gar nicht über die ganzen Details der Stiftshütte sprechen oder was auch immer, sondern nur über diesen einen Altar und das ist dieser Räucheraltar gewesen. Schau, das Volk Israel war rausgekommen aus der Gefangenschaft. Nein, nicht aus der Gefangenschaft, sondern aus der Sklaverei der Ägypter. Sie hatten große Zeichen und Wunder erlebt. Und jetzt haben sie sich mitten in der Wüste wiedergefunden. Und mitten in der Wüste sagt Gott, ich möchte einen Ort haben, wo ihr mich anbetet, wo ich euch begegnen kann. Er sagt sogar zu Mose, ich will in diesem Allerheiligsten dir begegnen. Ich will dort mit dir sprechen. Ich will dir sagen, was ich mit dem Volk vorhabe und wie es geht. Und dort kommt es dazu, dass diese Stiftshütte gebaut wird. Einen Altar mitten in der Wüste, einen Räucheraltar. Weißt du, ich habe gedacht, mitten in der Wüste einen Ort, wo sie Gott anbeten sollen. Das war ja kein einfaches Leben. Das war ja auch nicht etwas, was sie sich so gedacht hatten. Als das Volk rausgekommen ist aus Ägypten, haben sie gedacht, die Verheißung ist ja ein Land voll Milch und Honig, einen Überfluss, etwas, wo wir alles haben werden und finden sich dann genau in der Wüste wieder. Altäre in der Bibel wurden immer wieder gebaut.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das lege ich dir mal ans Herz. Beschäftige dich damit, welche Altäre wurden in der Bibel gebaut. Was wird darüber berichtet? Und weißt du, dann sagen manchmal die Leute, ah, das ist Altes Testament, das hat doch mit uns überhaupt nichts mehr heute zu tun. Und was sollen wir denn damit und so? Vielleicht ist der Begriff das Alte Testament für uns manchmal der Stolperstein, weil wir denken, das ist alt, alt, alt und hat nichts mit uns zu tun. Aber das Neue Testament muss eigentlich heißen, dass der erneuerte Bund. Der alte Bund, das alte Testament, das neue Testament, der erneuerte Bund. Jesus hat nicht das alte Testament einfach zur Seite gewischt und hat gesagt, ist alt, brauchen wir nicht mehr, sondern er hat gesagt, ich bin das Gesetzeserfüllung. Und wenn du das alte Testament liest, wenn du die Berichte liest, wenn du die Menschen dort betrachtest, die Situationen betrachtest, dann wirst du sehen, dass Jesus immer hervorleuchtet. Du wirst die Charaktereigenschaften Jesu, wirst du darin finden. Du wirst die Dinge des Reiches Gottes, wirst du darin finden. Die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die Gnade, alles wird dort beschrieben. Und ich liebe das. Ich lese sehr gerne im Alten Testament. Und ich frage immer den Heiligen Geist, bitte übersetz mir das. Sag mir, was damit gemeint ist. Ich möchte das verstehen. Ich möchte das nicht einfach zur Seite schieben und sagen, das Alte Testament, so. Sondern ich möchte wissen, was hat das mit dem neuen Bund zu tun und was hat es mit unserem, mit meinem und deinem Leben zu tun. Hier in diesem Speziellen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, geht es nun um diesen Altar innerhalb der Stiftshütte. Dieser Altar war eigentlich eine Kiste, die mit Gold überzogen war. Und wie alles, was die Stiftshütte ausgemacht hat, war alles mit Stangen und mit Ösen und mit Leinen und mit Stoffen und allen möglichen Sachen versehen, damit die Stiftshütte abgebaut und aufgebaut werden konnte. Die Stiftshütte zog mit dem Volk Israel durch die Wüste. Es war nicht so, dass sie immer wussten, oh, morgen, wir müssen packen, morgen wird die Wolkensäule sich erheben, dann werden die silbernen Trompeten geblasen und dann geht's wieder weiter. Nein, sie waren in einer ständigen Abhängigkeit zu dieser Wolkensäule des Tages und des Nachts in dieser Feuersäule. Und erst dann, wenn Gott gesagt hat, jetzt geht's weiter, dann hat alles angefangen zu packen und dann ging es in den nächsten Wegabschnitt. Und hier gibt es in dieser Stiftshütte diese verschiedenen Dinge und Gott sagt zu Mose, du sollst einen Kasten bauen aus Akazienholz mit purem Gold überziehen. Er muss tragbar sein und damit er auf dem Weg, den das Volk in der Wüste zurücklegen sollte, immer dabei sein würde. Du kannst lesen im Vers 6 von 2. Mose. Und stelle ihn vor dem Vorhang auf, der an der Lade des Zeugnisses ist, vor der Deckplatte, über dem Zeugnis, wo ich dir begegnen werde. Wo ich dir begegne. Das ist der heiligste Ort gewesen. Das Innerste, der Kern. Da sollte dieser Räucheraltar stehen. Ein spezieller Ort. Direkt in der Nähe der Lade des Zeugnisses. Die Lade des Zeugnisses und die Deckplatte mit den Cherubim, das war der Anbetungsort. Das war das, wo Gott dieses Innere, diesen Raum erfüllte, wo der Heilige Geist war, wo diese Dichte der Schekina war, wo Gott sich Mose gezeigt und offenbart hat. In 2. Mose 25, Vers 22, da sagt Gott das zu Mose. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels auftragen werde. Ein spezieller Ort, ein Ort des Allerheiligsten, wo Gott sich zu erkennen gibt. Das ist eine ganz, ganz konträr andere Sache zu dem, was wir vorhin über Pergamon gehört haben.
Gott hat ein Heiligtum geschaffen, wo er sich offenbart hat und wo er den Menschen die Dinge, die er vorhatte, der Weg, alle diese Dinge, die wollte er ihnen dort mitteilen. Und in dem Neuen Testament, in Hebräer 10, Vers 19 und 20, da lesen wir genau über diese eine Geschichte von diesem Zutritt zum Heiligtum. So haben wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit, ins Heiligtum einzutreten. Das ist genau damit gemeint, wenn der Hebräerbrief darüber schreibt. Der Zutritt zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, da wo Gott uns begegnen will, da wo er zu uns reden will. Er will in deine Situation reden, mitten in der Wüste deiner Situation. Schau, deine Situation ist vielleicht auch eine Wüstensituation. Und trotzdem sagt der Herr, ich möchte, dass da ein Altar gebaut wird. Ich möchte, dass du mich anbetest. Ich möchte dir da begegnen. Diesen Zutritt hat er uns verschafft als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und auch wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes. In dieser direkten Nähe steht dieser Räucheraltar. Und das war eigentlich für mich so dieser Punkt mit diesem Räucheraltar. Weil schau, Martin hat das erklärt, dass auf diesem Altar Pergamon, dass Opfer gebracht wurden, dass den Göttern geräuchert wurde. Und hier heißt das hebräische Wort Ola und das heißt Brandopfer. Und dieses Brandopfer, was angezündet wurde, oder dieses Räucherwerk, das heißt, das, was aufsteigt. Gott hatte das angeordnet, dass ihm ein Wohlgeruch emporsteigen sollte und dieser Wohlgeruch sollte ihm dargebracht werden. Dieser Räucheraltar ist für uns heute ein prophetisches Bild, nämlich dieser Räucheraltar mit dem Aufsteigen des Wohlgeruchs zu Gott, das ist unsere Anbetung. Damit ist Anbetung gemeint. Damit ist den Herrn erheben gemeint. Damit ist gemeint, dass diese unablässigen Gebete von uns zu Gott aufsteigen. Und zwar die Gebete auch, die ihn erheben, die ihn groß machen, die von seiner Größe, seiner Macht, seiner Herrlichkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Gnade, von all diesen Dingen spricht. Weißt du, ich erlebe oft in meinem Leben, dass ich so ein Punktesystem runterbete. Das brauche ich für meine Kids und das brauche ich für den Dienst von Gottes Haus. Und dann sind ja noch die Gebetsanliegen und dann sind ja auch noch die Bedürfnisse unserer Finanzen und die Spenden und alle diese Dinge. Und ich zähle das immer auf. Aber das ist hier eigentlich gar nicht so gemeint. In erster Linie meint dieser Räucheraltar, dass der Priester kommen sollte. Und es ist explizit gesagt, dass das der Aaron machen sollte, dieser Priester Aaron, dass er Räucherwerk auf diesem Altar anzünden sollte, dass es aufsteigt als ein Wohlgeruch zu Gott. Und ich habe mir, als ich das wieder neu gearbeitet habe, wieder dieses Verlangen gehabt und gebetet, Herr, lass mich mehr in der Anbetung zu dir den Blick haben. Lass mich mehr wieder da reingehen, dass ich dich erhebe über alles. Schau, wenn wir diese ganzen geschichtlichen Ereignisse jetzt gehört haben, das mit dem Pergamonaltar, das mit dieser Geschichte, in der wir jetzt sind, in dieser Krisenzeit, in diesen ganzen Dingen, das ist sehr bedrückend und wir haben nicht alle die Antworten. Aber das, was wir haben, ist, dass wir Gott unseren Lobpreis emporbringen. Es ist auch ein Bild für den Dienst des Priesters, der das Räucherwerk darbringen muss. Ihr erinnert euch bestimmt auch an diese Geschichte von Zacharias und Elisabeth, diese Ankündigung von der Geburt von Johannes dem Täufer. Als Zacharias dieses Räucherwerk anzündet, als er in dieser Anbetung ist, da kommt
diese Information von Gott, dass Elisabeth schwanger werden wird. Und Zacharias war so in seinem Ding drin, dass er das nicht glauben konnte. Vielleicht bist du in deiner Situation jetzt genauso mitten in der Wüste unterwegs und du betest und Gott gibt dir eine Information, Gott gibt dir eine Offenbarung oder du bekommst durch den Heiligen Geist eine Information, eine Weisheit, etwas, einen Auftrag, etwas, wie es weitergehen soll. Und du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich mal geheilt werde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder wirklich rausgerissen werden aus diesen Süchten, rausgerissen werden aus Suizidgedanken, dass ich selber irgendwie wieder die Füße auf den Boden kriege, dass ich wieder einen neuen Job bekomme, dass ich all diese Dinge in meinem Leben wieder in den Griff kriege. Ich kann das nicht glauben. Und als Zacharias das so empfunden und gedacht und gesagt hat, da sagt der Engel, du wirst von jetzt ab nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Und dann kommt es ja später dann auch dazu. Anbetung unter allen Umständen, in meinem Alltag, mit seinen Herausforderungen und Sorgen. Anbetung mitten in der Krise von Corona jetzt. Anbetung, wenn ich meinen Job nicht sicher habe, wenn mein Einkommen nicht gesichert ist, wenn ich nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Anbetung, Gott erheben, wirklich Gott erheben, der von sich selber sagt, ich bin der ich bin, wirklich mit Danksagung in der Wüste, in meiner Situation, wirklich, das kann Gott doch nicht von mir verlangen, oder? Doch, ja, so war die Anordnung Gottes für diesen Räucheraltar, für dieses Darbringen des Räucherwerks. Und es heißt, dass der Priester nichts anderes darbringen durfte auf diesem Altar als allein ein spezielles Räucherwerk, was nur für den Herrn gedacht war. Und es heißt hier in Vers 7 und 8, morgen für morgen sollte der Priester Aaron das Räucherwerk vor dem Herrn darbringen. Ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für alle Generationen. Das hat mich wieder ganz neu belebt. Morgen für morgen, auf die nächsten Generationen. Morgen für morgen heißt nicht endend. Morgen für morgen heißt, heute Morgen habe ich angebetet, morgen werde ich wieder anbeten, heute Nacht werde ich anbeten. Anbetung ist mein Lebensstil. Ich mache keine festen, ja doch, wir haben auch feste Zeiten der Anbetung, aber Anbetung ist für mich oft Tag und Nacht. Wenn ich nachts wach werde und über manche Dinge nachdenke, dann fange ich an zu beten. Dann frage ich Gott, wie ist das? Was meinst du damit? Was soll ich hier machen? Wie soll das weitergehen? Und Gott antwortet mitten in der Nacht. Und hier heißt es, morgen für morgen soll der Priester Aaron dieses Opfer vor dem Herrn ausbreiten. Er soll es anzünden. Es soll ein Wohlgeruch sein, der zu Gott aufsteigt. Das sind die Dinge, die Gott uns heute ans Herz legen will. Und im Neuen Testament heißt es ja, wir sind als Könige und Priester berufen. Diese Anbetung, dieses Darbringen, das ist ein Job, den wir machen sollen, morgen für morgen. Wenn du denkst, naja, das war ja jetzt die Stiftshütte und das war jetzt dieser Räucheraltar und ja, aber im Neuen Testament kommt das nicht mehr vor. Du irrst. Lesen wir in Offenbarung 5, Vers 8. Da heißt es nämlich wieder, das Räucherwerk, dass die Ältesten im Himmel darbringen und dass die Gebete der Heiligen darstellt und dass sich allein an Gott richtet. Das musst du unbedingt mal lesen. Und in Offenbarung 8, Vers 3 bis 4, da werden wir sogar den Engeln begegnen. Wir werden von ihnen lesen, von dem Engel, der in einer goldenen Räucherpfanne Räucherwerk darbringt. Also auf der goldenen Räucherpfanne ist Räucherwerk. Und
Das sind die Gebete aller Heiligen, die er damit füllt. Hey, dein Gebet ist in dieser goldenen Räucherpfanne mit dem Räucherwerk aufgehoben und wird vor dem Herrn dargebracht. Es wird aufsteigen vor ihm. Die Gebete aller Heiligen, deine und meine Gebete. Und dann lesen wir in Vers 4, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels empor vor Gottes Angesicht. Unsere Gebete sind nicht umsonst. Deine Gebete hören nicht unter der Decke deines Wohnzimmers auf. Sie hören nicht auf unter deiner Bettdecke, wo du vielleicht weinst, weil du nicht weißt, wie du überhaupt das Ganze rundkriegen sollst. Die Gebete der Heiligen, das sind die anhaltenden und inständigen Gebete der Kinder Gottes. Und das sind auch die Gebete für das Kommen des Reiches Gottes, für das Kommen des Reiches in Kraft. Wir beten mit dem Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das mache ich oft zu meinem Gebet. Dein Reich muss kommen. Es muss sich etwas verändern. Es muss ein Shift kommen. Im Psalm 141, Vers 1 bis 2 sagt uns die Schrift: Herr, zu dir rufe ich, eile zu mir, vernimm meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Als Rauchopfer stehe mein Gebet vor dir, als Abendopfer das Erheben meiner Hände. Das ist mit dem Räucheraltar gemeint. Das ist mit dem Räucherwerk gemeint. Es ist ein Vorschatten für unsere Anbetung. Gott möchte unsere Anbetung. Er liebt es, wenn seine Kinder ihm ihre Gebete bringen, wenn sie ihn erheben, wenn sie ihm die Dinge bringen, die sie beschäftigen. Der Lobpreis unserer Lippen, das ist Gott so wichtig. Das ist wertvoll für ihn. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Das steht im Psalm 50, Vers 23. Und in Psalm 92, Vers 2 lesen wir: Wir wollen Menschen sein, die morgens seine Gnade und nachts seine Treue verkündigen. Das ist Lobpreisaltar. Der Lobpreisaltar, der in der Stiftshütte stand. Mit dem Räucherwerk ist ein prophetisches Bild für die Gebete, die wir zu Gott schicken, die wir ihm sagen, wo sich Herz zu Herz trifft. Gott gab sich Mose zu erkennen. Gott hat mit Mose gesprochen. Wie viel mehr mit dir und mir heute? Er wird sich dir offenbaren. Er wird zu dir sprechen. Er wird dich mit seiner Freude beschenken, inmitten deiner Wüstenwanderung. Die Salbung des Heiligen Geistes wird auf dir ruhen, wenn du betest. Der Geist der Weisheit und des Rates und der Kraft wird in dein Herz sprechen. Er wird dich stärken und deine Schritte zum Weg machen. Schwierigkeiten, die jetzt noch da sind, werden gelöste Situationen sein. Weißt du, davon bin ich zutiefst überzeugt und ich höre nicht auf, diese Sachen zu predigen und zu sagen. Und manchmal muss ich es mir auch selber sagen. Ich muss es mir manchmal selber ins Gedächtnis rufen, dass bei Menschen Dinge unmöglich sind, aber bei Gott möglich. Das ist das, was ich bete. Das ist das, wenn ich Gott erhebe. Das ist das, wenn wir ihn anbeten, ihn zuerst suchen, ihn auf allen unseren Wegen erkennen. Dann werden wir recht laufen. Das werden die Dinge sein, die Mächte und Strukturen, die Ketten von Sucht, von Krankheit, von niedergeworfen werden, von falscher Anbetung zerstören werden. Das ist das, wenn unsere Gebete in Kraft und in Vollmacht auf diesem Altar unserer Herzen gebracht werden. Jemand hat gesagt, durch Loben und Danken wirst du das Land einnehmen. Durch Loben und Danken. Ich kenne diese Herausforderung und ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe Zeiten erlebt, wo ich nicht vollmundig, jubelnd, springend angebetet habe und habe gesagt, Herr, alle Ehre dir und das ist ja so genial. Sondern ich hatte Zeiten,
wo ich nur flüstern konnte, Jesus, du hast den Sieg. Es gab Zeiten, wo ich nachts schlimmste Schmerzen hatte und ich habe nur gesagt, ich weiß Gott, dass du da bist und du wirst den Sieg in meinem Leben haben. Du wirst eine Lösung haben. Du bist der Gott, der alles in seinen Händen hält. Und das ist auch meine Zuversicht, dass inmitten dieser Schmerzen, inmitten von Gefangenschaft, in Bedrängnis, dass ich diesen Lobpreis, und sei er nur in meinen Augen ganz schmal, dass ich ihn zu Gott erhebe. Denk an die Geschichte von Silas Paulus im Gefängnis, im inneren Gefängnis, ganz, ganz im Inneren, geschlagen im Block mit Schmerzen. Und es heißt, um Mitternacht begannen sie mit Lobpreis. Das ist oft etwas, wo ich sage, Herr, halte mich an dem einen, dass ich deinem Namen Ehre und Lob und Preis bringe. So, ich möchte jetzt noch einen Text lesen aus Offenbarung 1. Und du kannst den gerne mitlesen. Das ist ein Text für mich, der für mich quasi alles zusammenfasst, was Lobpreis und Anbetung für mich ausdrückt. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Hast du das vernommen? Er ist der Fürst der Könige der Erde. Niemand anders. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der war und der kommt, der Allmächtige. Und Vers 17, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er ist der eine, um den alles geht. Er ist der, dem unsere Herzen gehören, dem unsere ganze Anbetung gilt. Er ist der Erste und der Letzte, der das Glaubenswerk in dir begonnen hat. Er wird es vollenden. Er wird der sein, der dich auf deinem Weg begleitet, auch durch diese Wüstenzeiten hindurch. Er wird derjenige sein, der in der Wüste Wunder tut, der Wasser gegeben hat, der Manna gegeben hat, der Fleisch gegeben hat, der das Murren wirklich immer und immer wieder vergeben hat und der deine und meine Anbetung sucht. Ich bin so, so dankbar für das Buch der Offenbarung. Du hast gesprochen über den Thron des Satans, erwähnt in der Offenbarung. Wir schließen damit, dass hier die Anbetung Gottes den Fokus hat. Das Buch der Offenbarung ist der große Triumphzug von Jesus. Es ist der Triumphzug des Königs aller Könige, dem sich jedes Knie beugen muss. Auch die Weltherrscher, auch die, die wider ihn streben, alle werden ihn erkennen und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Amen. Amen. Es ist doch interessant, dass momentan weltweit das Singen so attackiert ist. Ja. Im Lobpreis. Das stimmt. Dass das Zusammenkommen so attackiert ist, auch als Gemeinschaft zusammenzukommen, um zu beten. Ja. Vielleicht steckt da was ganz anderes dahinter.
Es ist auf jeden Fall etwas, was ja, als Christen uns schwächt, uns in Distanz bringt und so weiter. Und eigentlich ist der richtige Punkt der, auf den Herrn schauen und ihn anzubeten. Amen. Das ist unsere, das ist eine Waffe. Das ist die Waffe des Lobpreises, ist gigantisch stark. Ja. Und wir dürfen uns diese Waffe nicht rauben lassen. Ja, den Herrn zu preisen, den Herrn zu ehren, dem Herrn Ruhm und Macht zu geben über die ganzen bedrängenden und schwierigen Situationen. Das ist ja gerade das. Guck mal, die Situationen, in denen wir stecken, wollen so sehr die Aufmerksamkeit haben, wollen so sehr, dass wir uns darum kümmern. Ja. Die Angst greift danach, dass man nur noch von irgendwas beherrscht ist, aber überhaupt den Herrn aus dem Blick verliert. Mhm. Und das ist genau der Kampf. Das, was die Anbetung, die Konzentration, das haben will, mit was beschäftigen wir uns, über was reden wir, was ist unser Fokus und so weiter und so weiter. Was darf unser Denken füllen? Und das ist der Kampf. Und da will der Feind uns mit sonst was infiltrieren. Und die Bibel sagt uns, schaut auf den Herrn, schaut auf den Himmel. Kolosser 3, ja, Vers 1 und 2, glaube ich, da steht es drin. Konzentriert euch, fokussiert euch. Trachtet nach den Dingen des Reiches Gottes, nach dem Himmel. Fokussiert euch auf das, was da oben ist. Konzentriert euch nicht auf das, was auf der Erde ist. Und so wenig Christen tun das. Ja. Aber das ist es. Wir müssen oder wir sollten dem Herrn diesen Lobpreis, dieses Räuchern bringen. Und genau das ist das, wo diese beiden so konträren Themen sich berühren. Es geht um die Anbetung. Es geht um deine Anbetung. Gerade in dieser Situation. Ja. Ich wollte nur mal sagen, wir zünden keine Räucherstäbchen hier an. Ich habe gesagt, sehr deutlich, es ist ein prophetisches Bild. Genauso wie dieser Gnadenthron. Du sagst das ja immer, wenn wir singen vom Gnadenthron. Ja. Erklär das nochmal. Es gibt ja diese Lobpreislieder über den Gnadenthron. Ja? Der Gnadenthron, das war ja die Deckplatte mit der Bundeslade. Die war im Allerheiligsten. Da durfte nur der hohe Priester an einem einzigen Tag mit einem hochkomplizierten Dienst sich einmal, oder insgesamt viermal durfte er da reintreten an einem Tag. Er durfte an keinem anderen Tag da rein. Niemand sonst durfte da rein. Das war also hoch geregelt, wie er da hinkonnte. An den Gnadenthron durfte überhaupt kein normaler Mensch sozusagen hinkommen. Wenn der Hebräerbrief da sagt, wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, heißt das eigentlich, du kannst durch in den Tempel gehen, durch das Heiligste gehen, ins Allerheiligste gehen, unmittelbar vor den Thron Gottes. Ja. Da hätte im Alten Testament hätte da auf die Todesstrafe wahrscheinlich gestanden. Ja. Wir dürfen hintreten, im Geist natürlich, gerechtfertigt durch Jesus, dürfen wir hinzutreten und vor dem Thron Gottes anbeten. Auch der Hohepriester hatte ja sehr, sehr großen Respekt, dass er keinen Fehler macht bei dieser Liturgie, weil es so ein heiliger Raum war. Es war nicht, um irgendwas spinnert, kompliziert zu machen, sondern es war, um der Heiligkeit Gottes zu begegnen. Naja, ein Mensch, ein sterblicher Mensch, tritt in Gottes Gegenwart. Genau. Also das ist ja was, ja. Das war schon kompliziert, damit er erstmal entsündigt ist durch die damaligen Opfer, um überhaupt da hineintreten zu dürfen. Ja, und umso viel, viel mehr ist dieses Bild des Neuen Testamentes mit dem Hinzutreten, mit aufgedecktem Angesicht, tretet in Kühnheit zu dem Thron der Gnade. Das ist etwas, was mir so viel bedeutet, dass ich sage, Herr, das will ich unbedingt festhalten. Ich will in Kühnheit zum Thron der Gnade kommen, wo du bist, wo du zu mir sprichst, wo du dich offenbarst, wo du mir alles geben willst, was ich für mein Leben brauche. Und das ist wirklich etwas, was mich total, das beschenkt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Ja, in Freimut. Ja. Ja, ein gesunder Freimut, ja. Schau, was der Feind mit seinem Thron will, ist das Gegenteil. Ja. Ein Thron der Angst, ein Thron des Terrors, ein Thron der Gebundenheit, ein Thron von Manipulation, von Lüge, von Dingen, die wirklich die Menschen unterjochen. Ja. Er will einen Schreckensthron haben. Ja. Und das ist es. Ja. Und wir haben den Thron des Herrn, zu dem wir treten dürfen. Und es ist fantastisch.
Da ist alle Versorgung. Du hast gesagt, dieser Thron des Satans, der hat so viel Übles und so viel Schaden und so viel Tod hervorgebracht. Der Thron Gottes, dieser Altar, bringt Leben hervor. Wenn wir Gott begegnen, kommt immer Leben. Ja. Wenn wir Gott begegnen, kommt Vergebung. Wenn wir Gott begegnen, kommt Gnade, kommt Heilung, kommt Wiederherstellung. Das ist eine vollkommen andere Sache. Ja. Eine vollkommen, also das kann, man kann es gar da nicht. Da ist Leben, nicht. Da ist Leben drin. Da ist wirklich Leben drin. Und deshalb ist es so wichtig, was wir reden, worüber wir sprechen, mit was wir uns beschäftigen. Ja. Weißt du, und wenn du dir die Medien anguckst, es ist ja sowas von unvorstellbar gestopft voll mit Schreckensnachrichten, die einen komplett einpacken wie in einen Kokon und Angst und Bedrängnis und Unsicherheit, also schier in einen reinimpfen, um dieses Wort da mal zu gebrauchen. Ja, es ist ja sagenhaft. Ja. Und da müssen wir als Kinder Gottes sagen, ich lasse mir das nicht gefallen. Im Geist musst du dagegen stehen. Ich stelle mich im Geist dagegen. Ich grab meine Haken ein und sage, Moment mal, egal was hier läuft, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich darf, wenn ich die Stimme erhebe, der Vater im Himmel hört mich. Genau. Er reagiert der auf mich. Himmel hört eine völlig zu. Andere Reaktion. Ja. Wenn wir als Christen uns auf das Level der Welt herabbewegen, dann ist was oberfaul. Ja. Das ist nicht unser Platz. Wir müssen, ich meine müssen, wirklich wissen, wer wir sind in Christus und was unsere Anbetung bewirkt. Und was unser Gebet bewirkt. Genau. Ja? Und jemand hatte geschrieben in dem Chat, wie ist das denn jetzt mit... Was mache ich denn jetzt damit, mit diesem ganzen Pergamon-Ding? Ja, was tue ich denn jetzt? Wie bete ich denn weiter? Ich glaube, für uns ist das Beste zu beten, dass Licht kommt, dass der Herr mit seinem Licht kommt, dass das Licht aufgeht, die Sonne aufgeht. Und das ist das, was Propheten immer wieder gesagt haben, dass das Licht Gottes kommt und die Werke der Finsternis offenbart werden. So heißt es auch im Neuen Testament, dass es ans Licht kommen muss. Jesus sagt, die Dinge, die im Geheimen geplant und geschmiedet werden, werden von den Dächern verkündet werden. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Journalisten, die aufstehen und die im Grunde genommen das einfach schreiben, was da ist, die wirklich die Dinge berichten, neutral. Wir brauchen Politiker, die aufstehen und für Gerechtigkeit stehen. Wir brauchen, was weiß ich, Mediziner und alles, die in denen der Geist Gottes wohnt und die sagen, wir gehen gegen dieses System, was Angst macht und Terror sät, gehen wir dagegen an. Nicht mit Revolution so, sondern im Geist. Verstehst du? Und im Geist beten wir für Licht, für Klarheit, dass der Herr die richtigen Leute erhebt und dass einfach Offenbarung kommt, was überhaupt in den Nationen der Welt gespielt wird, was überhaupt abgeht. Es ist so viel Lüge, so viel verborgen, so viel, was man nicht mitkriegt. Und man ist verführt. Und da ist eine große Gefahr drin. Als Volk Gottes haben wir den Auftrag, Position zu nehmen und dafür zu sorgen, dass Menschen gerettet werden. Und dazu gehört es, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und dazu gehört es, dass die Mächte der Finsternis bloßgestellt werden. Ja. So steht es im Neuen Testament relativ unmissverständlich drin. Ja. Ich glaube, dass wir grundsätzlich ein anderes Verständnis darüber haben müssen, welche Macht und Kraft in unserem Gebet liegt. Ja. Das, was wir im Gebet anordnen, ist etwas, was wir als Wort aussprechen und was Samenkraft, also DNA, in sich trägt. Das, was wir aussprechen, hat etwas zur Folge. Ja. Und wenn wir uns gegen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, guck mal, das Neue Testament, du musst es lesen, da wird davon gesprochen, dass es diese Mächte der Bosheit in der Himmelswelt gibt. Das ist nicht etwas gewesen vor 2000 Jahren. Das ist etwas, was auch jetzt noch hier in unserem Land, in den Nachbarländern, weltweit regiert oder die Regentschaft an sich reißen will. So, und wir Christen sind gerufen, gegen diese Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, gegen diese dämonischen Kräfte, Position einzunehmen und wirklich das Reich Gottes in Kraft zu proklamieren. Übereinzustimmen mit dem, was in der Bibel geschrieben ist. Zu lesen, was im Neuen Testament steht und was im Alten Testament steht. Zu wissen, welche
Kraft und welche Power unsere Gebete haben. Ja, und Proklamation. Das, was wir oft sehen, ist wirklich Verwirrung, ist, ich bin so schwach und ich habe ja nichts und ich kann ja nichts und ich bin ja nichts. Ihr Lieben, wir müssen uns wirklich davon verabschieden. Wir müssen trainieren. Wir müssen uns stark machen. Schau mal in die Sportszene. Du glaubst nicht, was da Leute auf die Beine bringen, nur um ihren Körper ein bisschen, vielleicht für 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, meinetwegen auch 10 Jahre, fit zu machen. Die scheuen nichts. Aber wir sind als Kinder Gottes manchmal so bequem und so, naja, wenn das dann ein bisschen schwierig wird, ach, ich weiß gar nicht, ob das dann auch so richtig ist für mich und nee, und ich weiß nicht und hm, und meine Freundin hat ja auch gesagt und hm. So, versteht ihr, was ich meine? Wir müssen in diese Reife kommen, wir müssen in Heiligkeit kommen, in dieses, was Gott in unseren Herzen tun will. Jeder will in seiner Berufung laufen, aber keiner will was wirklich dafür. Nicht keiner. Das stimmt nicht. Nein, nicht keiner. Nicht keiner. Ich nehme das zurück. Es ist ein Kampf. Ja. Es ist wirklich genau. Ein Kampf. Und das ist ja gerade das, wo der Feind uns attackiert. Ja. In der Gedankenwelt, um genau. Uns davon abzuhalten, in den Dingen Gottes vorwärts zu gehen. Richtig. Es ist ein Kampf. Und wir kennen das. Wir haben das durch. Wir haben auch. Ich habe mit Depressionen zu tun gehabt, wo ich wirklich wirklich unten war. Und wir haben einiges durch. Und deshalb wissen wir, dass es nicht einfach ist. Aber es ist möglich. Es ist möglich, aufzustehen mit dem Herrn. Es ist möglich zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir aus diesem Ding raus. Es ist möglich, in Position zu kommen und deinen Lauf zu laufen und deinen Kampf zu kämpfen. Es ist möglich, in den Dingen, in den Herausforderungen siegreich voranzugehen. Ja, und das ist nicht eine Floskel und das ist nicht dummes Gefasel, so nach dem Motto, ja, der redet so ein bisschen positiv, sondern das ist real. Es ist mit dem Herrn möglich. Wenn er sagt, wenn ich mit euch bin, wer kann gegen euch sein? Dann ist das etwas wirklich Reales. Ja, wir haben eine grandiose DNA in uns und wir können vorwärts gehen und wir können die Werke Gottes wirklich tun. Yes. Und es ist möglich. Ja? Und wir wollen dafür beten. Wir wollen dafür beten, dass im Grunde genommen wir in diese Position, in diese Reife, in diese Stärke hineinkommen, die der Herr für uns hat. Yes. Ja? Und wenn du möchtest, dann vereinige dich jetzt einfach mit uns im Gebet für eine neue Stärke, ein neues Bewusstsein der Identität in Christus. Yes. Amen. Amen. Mhm. So, dann leg das mal zur Seite. So, Halleluja. Im Namen Jesus Christus beten wir für die Zuschauer und diejenigen, die noch weiterhin zuschauen werden. Wir sprechen aus über jeden Einzelnen, dass es eine tiefe Berührung des Heiligen Geistes in seinem Leben gibt. Wir sprechen aus, dass er oder sie eine Berührung des Heiligen Geistes empfindet, die Offenbarung gibt über die eigene Position, Offenbarung gibt über den eigenen Wert, Offenbarung gibt über den Geist Gottes, der in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in dir. Wir sprechen aus, dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass du ein König und Priester bist, Prophet, ein Gesandter, dass du gesalbt bist. Wir sprechen aus, dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass Christus in dir wohnt, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Wir sprechen aus, dass ein Bewusstsein ist, wer du bist für Christus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist auf einem völlig anderen Level. Du bist nicht ein armer Sündenwurm, der irgendwie sich durchs Leben wühlt. Nein, sondern der Herr der Herren hat beschlossen, in dir Platz zu nehmen. Und der Geist Gottes ist in dir. Und wir sprechen aus, dass du in diesem Bewusstsein einfach vorwärts kommst. Und wir erklären jede dämonische Kraft, die das versucht runterzudrücken. Jede Kraft, die irgendwie Falsches auf dich einredet, die irgendwie dagegen steht, die irgendwie blockiert, erklären wir in der Autorität des Namens Jesus für gebunden. Yes. Wir sprechen aus, sei gebunden, verstumme, du kannst nicht mehr handeln. Ich spreche aus Freiheit für das Volk Gottes. Yes. Wir sprechen aus Stärke. Bewusstsein deiner Stärke für das Volk Gottes. Wir sprechen aus, dass du weißt, wer du bist in Christus. Yes. Christus in dir. Wir sprechen aus, dass da ein Bewusstsein der Identität kommt. Cool. Deine
DNA. Und dass du aufstehst, wie die Bibel sagt, aufstehst, herauskommst. Die Bibel sagt, wenn ihr seht, dass all das passiert, diese endzeitlichen Probleme, wenn ihr seht, dann erhebt eure Häupter, stellt euch gerade hin, grabt die Haken ein, sagt jetzt, jetzt erst recht. Warum? Weil eure Erlösung naht. Und das bete ich für jeden Einzelnen im Namen Jesus Christus. Kosha kapasia kalabadoko saya kabadai. Wir wollen auch beten, dass du eine ganz neue Freude freisetzt zum Gebet. Yes. Dass diese Bedrückung und dieses Unlust haben und diese Infiltration des Feindes, dass das aufhört, dass das gebrochen ist. Yes. Und dass wir alle in diese Position von dir gebracht werden, dass wir uns mit Freudigkeit diesem Thron der Gnade nähern, dass wir mit Kühnheit kommen, dass wir mit Kühnheit für unsere Anliegen aufstehen, dass wir wirklich aufstehen in Freude und Kraft, dass diese Freude am Herrn unsere Stärke wird und dass alles abfällt, was wirklich das hindert, freudig anzubeten. Gib uns wirklich diese Worte aus der Bibel, diese Verheißungsworte, diese Worte aus der Offenbarung, dieses Lobpreisbuch der Offenbarung, gib es auf unsere Lippen und lass unsere Lippen das aussprechen, dein Lob, dich zu erheben, dass es aufsteigt als ein angenehmer Wohlgeruch vor dir. Yes. Herr, ich segne jeden, der jetzt zugeschaut hat, mit einem wirklich guten Schlaf, sprich in Träumen zu jedem, der jetzt auch vielleicht ein verzagtes Herz hat, der nicht so richtig weiß, wie es geht, wie es weitergeht. Herr, rede in deiner Kraft, wie nur du es kannst. Und wir proklamieren deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Yes. Und ich möchte noch ergänzen, insbesondere die Mächte von Angst, von Sorge, von Unsicherheit. Die Mächte von Distanz, die Mächte, dass da irgendwie sich niemand dir nahen kann, von Einsamkeit. Sie seien gebrochen in deinem Leben im Namen Jesus Christus. Ich spreche aus, dass stattdessen Glaube und Zuversicht aufsteht. Und dass das, was da jetzt so bedrängt ist, dass es weggenommen ist. Ich spreche in deinem Leben aus Licht. Ich spreche in deinem Leben aus die Gunst des Herrn. Ich spreche aus, dass da einfach der Segen Gottes hineinkommt und dass du es erlebst. Und dass die Mächte der Finsternis zurückgedrängt sind. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Zurück im Namen Jesus Christus. Zurück im Leben von jedem Einzelnen, der hier zuschaut. Zurück. Dass freier Raum kommt und dass die Hand des Herrn auf dir ist, damit dieser Friede Gottes sich wirklich in dir erfüllen kann. Im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Amen. 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 Vielen Dank fürs Zuschauen, für dran teilnehmen. Lass dir die Worte alle durch den Kopf und durchs Herz gehen. Frage nach guter Übersetzung den Heiligen Geist. Genau. Und wenn du beten möchtest, würde ich dich einladen, einfach mit uns für Licht zu beten. Genau. Für Licht, für Klarheit, für Leute, die der Durchbruch Herr erhebt und die in Position kommen. Ja. Und dass unser Land wirklich in den Segen Gottes kommt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist verheißen von vielen Propheten. Und es ist natürlich auch etwas, wo wir im Gebet stehen müssen, damit es tatsächlich dann auch hervorkommt. Aber das ist die Broschüre, die übrigens bald herauskommt, die schon im Druck ist. Aber dazu später mehr. Ja, keinen neuen Blog. Kein Werbeblog mehr. Okay. Okay. Also seid gesegnet. Blessings. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal Gebetsanliegen und Abendmahl. Abendmahl. Schickt uns alles, was euch auf dem Herz liegt. Es wird Veränderung geben. Yes. Amen. Ciao, Amen. Ciao.